So, willkommen zurück bei der Vorlesung Aktienrecht. Wir befinden uns noch immer beim Vorstand und damit etwas im Verzug, weil wir eigentlich inzwischen schon beim Aufsichtsrat sein sollten. Das hält uns aber nicht wirklich auf, weil wir werden etwas umstrukturieren und kommen dadurch zeitlich dennoch hin. Wir haben zuletzt gesprochen über die Fälle. Sie finden lang ausformulierte Lösungen in einem Umfang von 30 Seiten in eCampus, mit denen ich mich die letzten 3 Tage rumgeschlagen habe. Deshalb muss ich die Fälle von letztem Mal nicht besprechen. Der Begriff Vorstand wird mehrdeutig verwendet. Das Gesetz spricht von dem Vorstand als der Gruppe aus Menschen, die das Organ bilden. Das heißt, es können ein Vorstand aus 3 Personen sein. Aber man bezeichnet auch das Individuum als Vorstand. Man sagt also sozusagen, A ist Vorstand. Damit ist der Mensch A gemeint und nicht das Gesamtorgan. Das heißt, der Begriff ist mehrdeutig. Man spricht nicht etwa immer von Vorstandsmitglied, weil das etwas umständlich ist. Wie gesagt, wir haben in Bonn hier die Deutsche Telekom. Und Sie sehen, bei der Telekom gibt es viele lächelnde Menschen. Unter anderem hier auch Herrn Krämer, sehen Sie, da unten, das ist Thomas Krämer. Der lädt Sie, wie gesagt, nächstes Semester auf die Hauptversammlung der Telekom AG ein. Zum Thema Einladungen, Sie sind auch herzlich eingeladen von Herrn Koch zu seinem Seminar am am 30. auf jeden Fall. Das ist nicht der nächste Freitag, sondern das ist der Donnerstag in 2 Wochen. Da können Sie hingehen und sich von einer Anwaltskanzlei beeindrucken lassen, die dann professionell mit Ihnen über Aktienrecht redet. Da hängen auch überall Aushänge im Juridikum und Sie finden in eCampus auch nochmal einen Flyer. Wenn Sie also begeistert sind, können Sie da hin. Der Vorstand hat die Aufgabe, die Aktiengesellschaft zu leiten. Das ist also quasi der Chef von dem Laden. Und der deutsche Corporate Governance Codex konkretisiert das und sagt, der Vorstand ist derjenige, der das Unternehmensinteresse verwirklicht. Er soll die nachhaltige Wertschöpfung fördern und eine strategische Ausrichtung gemeinsam mit dem Aufsichtsrat entwickeln. Das ist der Mensch, der Visionen hat und das Ganze in die Zukunft bringt. Der Vorstand hat weiterhin einen Ermessensspielraum, der sich aus 93 Absatz 1 Satz 2 ergibt. Er darf nämlich Entscheidungen treffen, soweit er vernünftigerweise annehmen darf, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Die Idee dieser Norm ist, dass der Vorstand in vielen Sachen Risikoentscheidungen treffen muss, die sich im Zeitpunkt der Entscheidungsfindung noch nicht 100% sicher absehen lassen, die aber natürlich im Nachhinein sich als falsch herausstellen können. Die Frage ist also, wenn der Vorstand zum Beispiel investiert in Solarenergie und sich herausstellt, Solar ist doch eine Fehlentscheidung, stattdessen setzt sich Wind durch oder doch wieder die Atomkraft, kann man nicht sagen, der Vorstand hat einen Fehler gemacht, sofern er vorher alle relevanten Informationen studiert hat. Das machen wir im Detail noch nächste Woche, wenn wir uns mit der Haftung der Organe beschäftigen, wenn wir uns nämlich mit der Haftung von Vorstand und Aufsichtsrat auseinandersetzen, wo wir dann ganz, ganz viele Fälle machen müssen. Ansonsten ist der Vorstand auch weitgehend unabhängig. Nach 119 Absatz 2 darf ihm die Hauptversammlung in die Geschäftsführung nicht hineinreden. Nach 111 Absatz 4 Satz 1 darf ihm auch der Aufsichtsrat nicht reinreden. Allerdings sagt 83, wenn die Hauptversammlung mal was beschließt, dann ist der Vorstand quasi der Sklave der Hauptversammlung und muss das tun, was sie ihm sagen. Dummerweise darf die Hauptversammlung nach 119.2 regelmäßig nicht beschließen, sodass dann doch wieder der Vorstand weitgehend unabhängig agieren kann. Wie wird man nun Vorstand? Nun, man wird dazu bestellt. Bestellung ist mit B. Demgegenüber gibt es auch die Anstellung. Die Anstellung ist das schuldrechtliche Verhältnis. Die Bestellung ist im Aktiengesetz recht detailliert in 84 geregelt. 84 regelt, anders als im GmbH-Gesetz, aber auch die Anstellung teilweise. Das heißt,
Wir haben hier eine Mischung aus Aktiengesetz, wo Teil des Anstellungsverhältnisses drinsteht, über die Vergütung oder die Kündigung, und das BGB, wo 675, 611 eingreift, ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Vorstand. Wir haben also sozusagen zwei Verträge, die miteinander konkurrieren. Das Spannende am Anstellungsverhältnis ist, dass das Anstellungsverhältnis abstrakt ist vom Bestellungsverhältnis. Sie kennen das allgemein im deutschen Recht, wir trennen verschiedene Rechtsbeziehungen. Hier sagen wir, das Anstellungsverhältnis besteht auch dann, wenn die Bestellung unwirksam sein sollte, und auch umgekehrt kann jemand Vorstand sein, ohne dass der Anstellungsvertrag wirksam ist, weil irgendwie BGB-Nichtigkeitsgründe in Betracht kommen, Anfechtungen oder Ähnliches. Gut. Wie viele Vorstandsmitglieder eine AG haben muss, ergibt sich aus der Satzung. Wir haben über die Satzung in der ersten Stunde gesprochen. Die Satzung muss enthalten, wie viele Vorstandsmitglieder es sind. Das muss mindestens eine Person sein. Das ist relativ offensichtlich. Wenn es nämlich keinen gibt, dann gibt es auch keinen Vorstand. Aber wenn es mehr als 3 Millionen Grundkapital gibt, sagt das Aktiengesetz, sollen es 2 sein. Außer die Satzung sagt ausdrücklich, einer genügt. Die Satzung muss nicht die genaue Zahl angeben, es reicht, wenn sie Kriterien angibt. Die können also sagen, pro Million Grundkapital eine Person, oder bei Gewinnen von 10 Millionen müssen es 2 sein, bei 100 Millionen müssen es 3 sein, oder was weiß ich, sobald wir eine Filiale im Ausland öffnen, muss ein weiterer dazukommen. All das kann die Satzung regeln. Es muss nur bestimmbar sein anhand der Satzung, wie viele es sind. Dann haben wir im Mitbestimmungsgesetz, was wir hier am Ende, auch noch die Möglichkeit, einen sogenannten Arbeitsdirektor zu bestellen. Der Arbeitsdirektor ist zuständig für alle Personalangelegenheiten. Das heißt, er kümmert sich darum, dass Leute eingestellt werden und Ähnliches. Sie kennen das Human Resources Mensch, der ist das, der HR. Und der ist ein besonderer Mensch, denn nach 33 Mitbestimmungsgesetz haben die Arbeitnehmer auf den einen besonderen Einfluss. Wenn Sie also eine Gesellschaft haben, die mehr als 2000 Arbeitnehmer hat, brauchen Sie zwingend mindestens 2, nämlich einmal den Arbeitsdirektor und einmal den restlichen Vorstand. In der Praxis ist es so, die wenigsten Aktiengesellschaften haben nur ein Vorstandsmitglied, weil es ein cooler Job ist und weil die Unternehmen auch zu groß sind. Das heißt, die meisten Aktiengesellschaften haben 3 bis 7, aber es ist zulässig, auch nur einen zu haben. Dann haben wir die Regelung des 94. 94 ist etwas irritierend, weil er spricht von stellvertretenden Vorstandsmitgliedern. Die Idee ist, wir haben einen, der hauptamtlich Vorstand ist, und wenn er mal krank ist, dann kommt der Stellvertreter. Das Gesetz sagt aber, stellvertretende Vorstandsmitglieder sind volle Vorstandsmitglieder. Das heißt, auch die haben die volle Vertretungsmacht, und zwar auch dann, wenn der andere auch im Einsatz ist. Das ist sozusagen eine reine Innenabrede, dass die ausschließlich tätig werden sollen, wenn der andere fehlt. Die hat im Außenverhältnis keine Relevanz. Vorstandsmitglied ist Vorstandsmitglied, auch wenn es nur stellvertretend ist. Dann haben wir, wie im GmbH-Gesetz, in § 6, in 76 Aktiengesetz, bestimmte persönliche Anforderungen. Die sind recht niedrig gehalten. Zunächst mal muss es ein Mensch sein. Wir sagen in Deutschland, juristische Personen können nicht Organ anderer juristischer Personen sein. Das klingt auf den ersten Blick selbstverständlich, es ist aber nicht der weltweite Standard. Viele Länder sagen, man kann das so staffeln, dass man sagt, die sowieso AG wird vertreten durch die sowieso GmbH, wird vertreten durch die sowieso AG. Das geht im deutschen Recht nicht. In der GmbH und Co. KG machen wir es zum Beispiel, so dass wir sagen, der persönlichhaftende gesellschaftliche GmbH, damit wird die KG vertreten durch die GmbH. Im Kapitalgesellschaftsrecht lassen wir das nicht zu. Also, zweite Voraussetzung, man muss voll geschäftsfähig sein. Das heißt, abweichend von 165 BGB, wo drin steht, auch Minderjährige können wirksame Vertreter sein, müssen Organe volljährig sein. Der Grund dafür ist, dass die Organe natürlich auch haften und damit das für die Gesellschafter, für die Vorstandsmitglieder nicht nur vorteilhaft ist, sondern auch Nachteile birgt, nämlich dass sie notfalls haften. Spannender als die Geschäftsfähigkeit ist dann die Liste der Inhabilitätsgründe. Auch die kennen Sie vielleicht aus dem GmbH-Gesetz. Wer Wirtschaftskrimineller ist, kann nicht Vorstand werden. Lustigerweise schließt die Eigenschaft als Mörder oder Terrorist die Vorstandseigenschaft nicht aus, sondern es geht wirklich ausschließlich um Wirtschaftskriminalität. Wenn Sie also einmal eine Untreue begangen haben, Betrug oder Ähnliches, ist das schlecht für Sie, dann sind Sie inhabil. Demgegenüber
Diebe, weiß ich nicht, Räuber, Mörder, alles Vorstand. Völlig okay. Gut. Ja, toll. Da, 73, 76. Ah ja, die Frauenquote. Wir dürfen es nicht vergessen. Es heißt nicht Frauenquote, sondern es heißt Geschlechterquote. Der Grund dafür ist, es könnte auch Aktiengesellschaften geben, wo bisher ausschließlich Frauen im Aufsichtsrat sitzen. Stellen wir uns vor, die Zeitschrift Emma wäre eine Aktiengesellschaft, vor allem Schwarzer, da würden dann nur momentan Frauen im Aufsichtsrat sitzen. Nach dem Aktiengesetz steht da drin, der Vorstand von Gesellschaften, die börsennotiert sind und mitbestimmt sind, das heißt mindestens 2000 Arbeitnehmer haben, muss auf beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands eine Zielgröße festgelegt werden und diese Zielgröße muss mindestens 30% erreichen. Außerdem sind Fristen festzulegen, innerhalb die Zielgrößen erreicht werden, und zwar Fristen von maximal 5 Jahren. Das heißt, innerhalb von 5 Jahren sollen die Prokuristen und Vorstandsmitglieder sozusagen mindestens 30% Männer bei Alice Schwarzer oder 30% Frauen in allen anderen Unternehmen haben. Das Problem mit dieser Quotenregelung ist, wenn Sie sich genau angucken, was fehlt in dieser Regelung? Sie als große Juristen? Ja, natürlich. Sie setzen schöne Ziele fest und sagen, wir wollen 80% Frauen haben und nach 5 Jahren sagen wir, hat nicht geklappt. Wir haben es versucht, aber war nichts. Also diese Regelung ist eine sogenannte Softquote. Wenn Sie sie nicht einhalten, passiert Ihnen erstmal nichts. Sie müssen halt sagen, wir haben unser Ziel nicht erreicht, aber dann passiert erst nichts. Also diese Quote ist nicht die Quote, über die sich alle aufregen. Das ist einfach eine nette Idee. Dasselbe haben wir im GmbH-Gesetz auch in 36. Die müssen versprechen, wir wollen mindestens ein Drittel Frauen haben. Wenn sie es nicht einhalten können, Schicksal. Ja? Diese Quote ist eine böse Quote oder nette Quote, je nachdem, wen Sie fragen. Diese Quote ist nicht das Problem. Um Vorstand zu werden, braucht man zunächst einen Beschluss des Aufsichtsrats. Und wenn Sie genau ins Gesetz reingucken, finden Sie da einen 107 Absatz 3, der sagt, es muss der gesamte Aufsichtsrat beschließen. Das heißt, es kann kein Ausschuss sein oder der Chef macht es alleine, sondern die müssen alle das zusammen beschließen. Das heißt aber nicht, dass es einstimmig erfolgen muss, es reicht einfach eine Mehrheit. Ausnahmsweise, wenn der Aufsichtsrat sich nicht einigen kann, kann eine Bestellung durchs Gericht erfolgen. Das ist vor ein paar Jahren mal passiert bei VW. VW, Sie kennen das, Aktiengesellschaft, da gab es Herrn Pietsch. Kennen Sie Herrn Pietsch? Von Porsche? Ferdinand? Heißt er Ferdinand? Ja. Herr Pietsch und seine Frau saßen im Aufsichtsrat, saßen im Vorstand und dann gab es da Stress und dann wurde halt schnell ausgetauscht. Das geht, dann wird durch Gericht halt jemand anderes dahingestellt, den das Gericht für geeignet hält. Das Ganze muss angenommen werden durch das Vorstandsmitglied, das ist klar. Es reicht nicht einseitig, dass der Aufsichtsrat sagt, du bist ab sofort unser Vorstand, sondern sie müssen auch sagen, ich will das. Denn sonst würde man in einer Gesellschaft, die gerade kurz vor der Insolvenz steht, schnell sagen, und sie sind unser Vorstand und haften damit für alles, was schief geht. Das geht natürlich nicht, derjenige muss das freiwillig machen. Das Gesetz sagt, man darf maximal für 5 Jahre als Vorstand bestellt werden. Das heißt, man soll nicht sozusagen verkalken im Amt, nach 5 Jahren soll man geprüft werden, ob man wirklich noch geeignet ist, also im Sinne von, ob man das gut gemacht oder schlecht gemacht hat. Was im Gesetz nicht geregelt ist, aber eine interessante Frage, die man auch in der Klausur stellen könnte, ist die Frage, gibt es eine Mindestdauer? Stellen Sie sich vor, Sie bestellen den Vorstand für 1 Monat, für 4 Wochen. Und nach 4 Wochen sagen Sie, okay, ich bestelle dich für den nächsten Monat wieder, für 1 Monat. Nächsten Monat sagen Sie, ich bestelle dich wieder für 1 Monat. Bestelle dich wieder für 1 Monat. Das können Sie also jeden Monat machen. Warum könnte das möglicherweise gesetzeswidrig sein, wenn Sie sagen, ich bestelle dich jetzt mal für 1 Monat? Jetzt kommen Sie mir nicht mit irgendwelchen Teilzeit- und Befristungsgesetz-Sachen, denn welches Problem hat das Teilzeit- und Befristungsgesetz, TZBFG? Das gilt nur für Arbeitnehmer. Und was ist der Vorstand nicht? Warum ist er kein Arbeitnehmer? Er ist Organ, er ist selbstständig, er ist nicht weisungsgebunden. Niemand kann dem Vorstand eine Weisung erteilen, er kann machen, was er will. Das heißt, die Befristung ist nicht wegen TZBFG unwirksam. Aber warum könnte das ein Problem sein, dass wir hier sagen, ich bestelle den Vorstand immer nur für 4 Wochen und dann wieder um 4 Wochen und wieder für 4 Wochen und wieder für 4 Wochen? Warum könnte das ein Problem sein? Für die Führung an
Ja, das mag vom Ergebnis her schlecht sein, aber es ist ja rechtlich erstmal kein Problem. Mag dumm sein, aber warum können wir rechtlich ein Problem haben? Ja, ist er dann nicht mehr unabhängig? Ja, der Sinn dieser Befristung ist, dass er in dieser Frist nicht abberufbar sein soll. Wenn Sie mal gucken, 84 Absatz 3 sagt nämlich, ich kann ihn nur aus wichtigem Grund abberufen. Ich brauche aber keine Abberufung aus wichtigem Grund, wenn der ohnehin nur für einen Monat bestellt ist, dann warte ich halt die 4 Wochen ab und sage, okay, allein durch Zeitablauf bist du raus. Das heißt, es gibt nach fast allgemeiner Ansicht eine Mindestbefristung. Können Sie sich denken, wie lange so eine Mindestbefristung sein sollte? Sagen Sie nicht 5 Jahre, was die Obergrenze ist. Also 5 Jahre kann es nicht sein. Es muss also weniger als 5 sein. Es muss auch mehr als 1 Woche sein. Ja, ein Jahr ist genau richtig. Man sagt, mindestens für 1 Jahr muss der Vorteil bestellt sein, weil er dann eine hinreichende Sicherheit hat, um unabhängig zu agieren, weil sonst einfach der Schutz, den die Abrufung aus allen aus wichtigem Grund gewährleisten soll, nicht gewährt wäre. Das heißt, man sagt, 12 Monate soll der Vorstand schalten und walten können. Danach kann ich ihn theoretisch sozusagen entfristen. Also Höchstfrist 5 Jahre, Mindestfrist 1 Jahr. Also eine Art Probezeit von 12 Monaten. Zulässig ist die Wiederwahl und zwar unbegrenzt, also anders als beim US-Präsidenten. Sie wissen, maximal 2 Amtszeiten für Trump. Schade für ihn, weil so lange wird er auch nicht mehr leben. Ja, nicht wegen Terrorismus, der ist alt. Ja, der ist nicht mehr so jung. Er sieht jung und fit aus, aber ist alt. Wiederwahl unbegrenzt zulässig. Allerdings, das ist ganz interessant, Sie dürfen ihn frühestens 1 Jahr vor Ablauf der Bestellung wieder wählen. Können Sie sich vorstellen, warum das so ist? Was ist der Sinn hinter dieser Regelung? Sie sagen, Sie können ihn nicht direkt sozusagen nach 1 Woche sagen, komm, und nochmal 5 Jahre, kriegst du gleich drauf, und nochmal, immer wieder 5. Das wäre die Höchstdauer von 5 Jahren, ja. Nicht wirksam. Genau, dann würde die Höchstdauer nicht funktionieren. Jetzt kommt aber der Trick. Ich habe einen Trick für Sie parat, nämlich, was sagen Sie denn dazu? Sie berufen ihn ab und bestellen ihn direkt wieder für 5 Jahre. Nach 3 Jahren sagen Sie, hör mal, ich berufe dich heute ab und bestelle dich direkt am selben Tag wieder für 5 Jahre. Oder wir machen einen Aufhebungsvertrag, noch besser. Wir sind uns einig, du legst dein Amt nieder und dann wirst du direkt am nächsten Tag wieder bestellt. Warum tun Sie das? Warum sollten Sie das tun? Nach 3 Jahren. Und nicht nach 4 Jahren oder nach 4 Jahren und 12 Monaten. Also die Frage, warum würde die Nummer nach 4 Jahren keinen Sinn machen, abberufen und direkt neu bestellen? Weil er ohnehin wiedergewählt werden könnte. Aber warum sollten Sie ein Interesse haben, ihn sozusagen vorher wiederzuwählen? Was kann das für einen Grund haben? Was versprechen Sie sich davon, wenn Sie jemanden sozusagen schon vor Ablauf von 4 Jahren direkt wieder bestellen? Ja, natürlich, Sie wollen denjenigen binden und wenn er genau weiß, ich bin jetzt noch 2 Jahre hier, dann sagt er, ich kann da drüben für 5 Jahre bleiben oder ich kann hier noch 2 Jahre und danach weiß man halt nicht, ob ich bleibe. Also entweder ihr sagt mir, ich bleibe hier auch für 5 Jahre oder ich gehe zur Konkurrenz. Das heißt, diese Methode ermöglicht es, ihn länger zu binden. Frage, geht das? Oder ist es eine Umgehung der Vorschrift, die sagt, Wiederwahl nur im letzten Jahr? Denn praktisch haben Sie dadurch eine Wiederwahl, aber nicht im letzten Jahr, sondern eben im vorvorletzten Jahr. Also ist das eine Umgehung, die unzulässig ist? Eine gute Frage, oder? Ist der Hintergrund von dieser Wiederwahlregelung nicht der, dass ich erstmal auch bis zum Ende rufen will, ob er seinen Job gut macht und ihn nur dann wiederbestellen will und eben ja. Das Problem habe ich doch eigentlich nicht, wenn ich ihn abberufe oder wenn wir einen Aufrufsvertrag schließen, dann kann ich ja bewusst in diesem Moment entscheiden, jetzt muss ich nochmal 5 Jahre, deswegen würde ich eher sagen, es funktioniert. Ja, aber sozusagen in der Sekunde vor der Abrufung, der wird der Abrufung ja nur sozusagen mit einverstanden sein, wenn er weiß, dass er verlängert wird. Das heißt, im Grunde habe ich damit schon die Wiederwahlentscheidung genauso getroffen wie in dem anderen Fall. Und da steht halt drin, nur im letzten Jahr. Das heißt, ich dürfte auch nicht wieder wählen nach 3 Jahren. Sagen wir mal, wenn er für 5 Jahre bestellt ist, darf ich nach 3 Jahren noch nicht wieder wählen. Hierdurch kann ich aber sozusagen abberufen, wieder bestellen, dann hat er wieder 5 Jahre safe. 5 Jahre, wo er nicht rausgeworfen werden kann.
Also die Frage ist in der Tat, natürlich hätte das Gesetz sagen können, ich darf ihn im ersten Jahr nicht wieder wählen. Da würde man sagen, okay, dann ist klar. Ein Jahr Probezeit in Anführungszeichen. Aber das Gesetz sagt nicht, ich darf ihn nicht im ersten Jahr wieder wählen, sondern es sagt, ich darf ihn auch im zweiten Jahr nicht wieder wählen, im dritten Jahr nicht wieder wählen und dann im letzten Jahr vor Ablauf der Bestellung darf ich ihn wieder wählen. Das heißt, im fünften Jahr sozusagen ab dem ersten Tag kann ich anfangen, ihn wieder zu wählen. Also warum macht das Gesetz das? Also die Erklärung in der Tat, im ersten Jahr Probezeit kann ich nachvollziehen, aber das Gesetz hat sich dafür nicht entschieden. Es hat nicht gesagt, ich darf ihn im ersten Jahr nicht wieder bestellen, sondern nicht vor Ablauf eines Jahres vor Ende der Frist. Also wenn die Frist lang ist, halt relativ lang. Ja, aber wenn man das so macht, dass er im letzten Jahr bestellt werden darf, dann verlängert sich ja quasi die Zeit maximal 5 Jahre. Das heißt, wenn man den jetzt abruft, im, sagen wir mal, im dritten Jahr, dann kommen ja nach diesem dritten Jahr noch 5 Jahre drauf. Ja. Und wenn man das im vierten Jahr quasi verlängert, neu eingeruft, dann hat man doch nochmal 5 Jahre quasi auf die 5 Jahre oben drauf. Ja. Ja, aber Sie können ja theoretisch das sehr nah aneinander machen, indem Sie sozusagen in den letzten 6 Monaten vor des vierten Jahres sozusagen abberufen und neu bestellen. Also man sagt, in der Tat ist ein berechtigtes Interesse des Unternehmens, die Leute zu binden, deshalb muss das möglich sein. Und man argumentiert und sagt, hier diese Jahresfrist soll ausschließlich dem Schutz der Gesellschaft dienen vor einer zu langfristigen Bindung. Die wird aber vermieden, weil man eben sozusagen ja hier gerade die Abberufung als Vorschritt noch haben muss, was hinreichend abschreckende Wirkung hat, dass man das sozusagen nicht mal so eben nebenbei macht, sondern dass man sich da schon Gedanken macht und damit wird die Gesellschaft hinreichend geschützt. Gut, das ist aber jetzt nicht so spektakulär, dass man da sich lange darüber Gedanken machen muss. Fehlerhafte Bestellung. Wenn jemand als Vorstand bestellt wird, muss das im Handelsregister eingetragen werden. Wenn das eingetragen ist, greift 15 Absatz 3 HGB. Ich kann darauf vertrauen, dass derjenige, der als Vorstand bekannt gemacht ist, auch wirklich Vorstand ist und damit darf die Gesellschaft wirksam vertreten. Im Innenverhältnis gilt 15 Absatz 3 HGB nicht, weil der Kaufmann kann nicht gegen sich selber einen Rechtsschein erwecken. Deshalb wendet die herrschende Meinung im Innenverhältnis für Beschlüsse über die Geschäftsführung oder Ähnliches die Regel der fehlerhaften Gesellschaft analog an. Das Ganze nennt sich dann fehlerhafte Organbestellung und man sagt, sobald das Ganze in Vollzug gesetzt worden ist, in dem Moment, wo der aktiv geworden ist, ist das Ganze nicht mehr rückabzuwickeln, sondern nur noch mit Wirkung für die Zukunft durch Abberufung oder Ähnliches aufzuheben. Das gucken wir uns nächste Woche noch näher an im Zusammenhang mit dem Aufsichtsrat, weil sich da das gleiche Problem bestellt, dass die Wahl des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung fehlerhaft ist. Wie wird man einen Vorstand wieder los? Eine Methode ist, ihn um die Ecke zu bringen, denn wer kein lebender Mensch mehr ist, kann nicht mehr Vorstand sein. Auch wenn derjenige geisteskrank wird, ist er nicht mehr Vorstand, das heißt auch die Geschäftsunfähigkeit schließt die Funktionalität aus und schließt natürlich, wenn er wegen einer der Straftaten verurteilt wird, ist er auch nicht mehr amtsfähig, auch dann verliert er die Vorstandseigenschaft. Im Übrigen nur durch Abberufung aus wichtigem Grund. Wichtigen Grund kennen Sie alle aus dem BGB, 314 BGB, 626 BGB, 543 BGB. Es muss also die Vertrauensgrundlage komplett zerstören. Der Mensch muss sowas von furchtbar sein, dass man sagt, mit dem kann man nicht mehr zusammenarbeiten. Das Gesetz sagt aber, es genügt auch als wichtiger Grund der Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung. Und die Kernfrage ist, wie erfolgt ein solcher Vertrauensentzug? Reicht es dafür schon, dass die Hauptversammlung sagt, wir erteilen nicht die Entlastung? Wir stimmen gegen die Entlastung und sagen, du wirst nicht entlastet. Wenn Sie mal gucken in 120 Aktiengesetz, ist das 120? Bin ich gerade irritiert. Ja doch, ist 120. 120.1, welchen Sinn hat die Entlastung? Wenn Sie auf einer AG-Hauptversammlung sind, was macht man da? Du bist entlastet. Die Last sei von dir genommen. So biblisch. Es ist ja ausgerichtet, dass Absatz 2, Satz 2 eben nicht der Verzicht auf Ersatzansprüche. Wir
glaube ich, das ist eher so eine Art Soft auch, dass man eben das Vertrauen ausspricht. So, das heißt, in der Tat ist eine positive Vertrauensäußerung eine Billigung der Vorstellung, die sagt, ja, wir finden dich gut. Wenn jetzt der Entlassungsbeschluss nicht zustande kommt und man sagt, dieser Vorstand wird nicht entlastet, ist das dann ein Fall von Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung? Wenn die sagen, wir stimmen mit Nein. Das ist eine Abstimmung, ja, nein. Sind Sie für die Entlassung des Vorstandes und es stimmen 49% dafür und 51% stimmen dagegen, dann wird festgestellt, dem Vorstand wird die Entlassung nicht erteilt. Punkt, steht im Protokoll. Frage, kann der Aufsichtsrat dann sagen, okay, Vertrauen hinzu durch die Hauptversammlung und zack, weg bist du. Das genügt eigentlich nur nicht für den Entzug, es wird ja nur einfach eine Entlastung nicht erteilt, ansonsten passiert nichts. Man sagt aus dem Umkehrschluss 120.2, allein der Umstand, dass die Entlastung verweigert wird, heißt nicht den Vertrauensentzug, es heißt noch nicht positiv, dass man sozusagen mit dem einverstanden, was er macht. Das heißt, man müsste dann noch einen weiteren Beschluss fassen und sagen, ich vertraue dir nicht. Die Gegenansicht sagt, das reicht schon, hat dann aber auch zur Folge, dass es relativ leicht wird, den Vorstand rauszuschmeißen, weil das Ganze dann eben pauschal geht. Kein wichtiger Grund liegt dann vor, wenn das Ganze willkürlich erfolgt. Willkürlich gilt aber auch dann, wenn die Hauptversammlung willkürlich entscheidet. Wenn die einfach sagt, deine Nase gefällt uns nicht oder dein Privatleben war irgendwie ärgerlich, momentan haben ja alle Leute irgendwelche Affären, also wenn sie sagen, okay, hier, unser Vorstand war Kevin Spacey, dann sagt man, den will ich nicht mehr. Das reicht nicht. Das ist kein Grund, der in Bezug auf die Organstellung hat. Der kann ein guter Geschäftsführer sein und deshalb wird man deshalb nicht los. Wenn die Hauptversammlung beschließt, wir vertrauen unserem Vorstand nicht mehr, ist das kein zwingendes Mandat, einen Aufsichtsrat loszuwerden. Selbst wenn die Hauptversammlung sagt, wir wollen ihn nicht mehr, kann der Aufsichtsrat sagen, na und, wir wollen den schon und kann trotzdem den Vorstand behalten. Der Aufsichtsrat ist daran nicht gebunden, allerdings riskiert er, dass er dann abberufen wird, weil wenn der Aufsichtsrat nicht das macht, was man von ihm erwartet, ist das auch ein Grund, ihm nicht zu vertrauen. Aber der Aufsichtsrat hat kein gebundenes Mandat, wenn die Hauptversammlung sagt, den wollen wir nicht, den rauszuwerfen. In der Praxis ist der wichtige Grund ein sehr wackeliger Sachverhalt. Man kann darüber gerichtlich ewig lange streiten. Das führt in der Praxis dazu, dass die Vorstände freiwillig gehen, wenn sie nicht mehr gewollt sind, aber natürlich nicht umsonst. Der Vorstand, der freiwillig geht, will dafür eine Entschädigung haben, eine Abfindung, und die werden oft sehr hoch sein. Das heißt, die Gesellschaft muss den Menschen, den sie loswerden will, weil er unfähig ist, auch noch richtig Geld geben, damit er freiwillig geht, weil er sonst halt sagt, ich bleibe so lange, bis ich Geld kriege. Das Ganze spielt letztlich Abfindungspoker. Man sagt, mal gucken, wie viel du bietest, um mich loszuwerden. Und je nachdem sage ich dann ja oder nein. Und so kann man dann als Vorstand, wenn man Mist gebaut hat, noch was rausziehen. Ja? Also eine Win-Win-Situation. Der letzte Weg, den Vorstand loszuwerden, ist ein bisschen so suizidmäßig. Natürlich kann man die Gesellschaft auflösen. Wenn die Gesellschaft aufgelöst ist und komplett beendet ist, hat auch der Vorstand seine Machtposition verloren. Also wenn sie den Laden zumachen, hat er halt Pech gehabt. Gut, also Sie sehen, so ein Vorstand, ein toller Typ. Hier unser toller Fall, den ich mir mit viel Mühe ausgedacht habe. V ist eins von drei Vorstandsmitgliedern, deren Satzung genau drei Vorstände vorsieht, die jeweils einzeln vertretungsberechtigt sind. Der Aufsichtsrat beschließt seine Abberufung, weil V angeblich Gelder veruntreut haben soll. Eine Eintragung im Handelsregister erfolgt nicht. Letztlich bestätigt sich der Verdacht jedoch nicht. Das heißt, unser V war unschuldig. Anstelle des V wurde W als neues Vorstandsmitglied bestellt. Dieser war aber, was er auch nicht wusste, gerade erst nach einer zweijährigen Haftstrafe wegen Betrug aus dem Gefängnis entlassen worden. Quasi vom Knast in den Vorstand. In der Folge erwirbt W bei Z Computer für 100.000 Euro im Namen der XAG. Er nimmt zudem an diversen Vorstandssitzungen teil und beeinflusst dort die Beschlüsse. Auch V hat bei einem Schnäppchen zugegriffen und mehrere neue LKW für die Fahrzeugflotte der XAG in deren Namen bei Y erworben. Können Y und Z Zahlung von der XAG verlangen? Ach, das ist ein toller Fall. Da staunen Sie jetzt aber. Eine ganz kurze Frage. Die Eintragung bezieht sich hier auf die Eintragung als Vorstand oder die Abberufung? So, das auch. Bei Eintragung handelt es sich nicht.
Eine Eintragung der Abberufung, da oben im ersten Absatz. Ein super Fall. Ja, fangen wir mit dem V an, weil der am Anfang steht. Also der Y kann von der Aktiengesellschaft Zahlung verlangen, wenn sie den Vertrag hat und problematisiert, ob die Aktiengesellschaft wirksam durch den V vertreten wurde. Ja. Und das ist dann der Fall, wenn er im Vorstand war. Ja. Könnte hier nicht mehr davon gewesen sein, weil er abgerufen wurde. Ja. Dann ist die Frage, erstmal, ob der V wieder abgerufen werden konnte. Ja. Geht grundsätzlich aus wichtigem Grund. Ja. Hier ist jetzt die Frage, ob es auch ein wichtiger Grund ist, wenn es nur so scheint, als hätte er eben sich gemacht, aber letztlich nicht so war. Und da würde ich sagen, kann auch, wenn sich letztlich eigentlich die Schuldlosigkeit herausstellt, kann es trotzdem nicht so sein, weil die Reputation der Gesellschaft trotzdem beeinträchtigt wird. Ach, so eine Innenverhältnissache. Reputation, weil er Untreue macht. Oder auch grundsätzlich, also ich kann ja nicht immer auch warten, bis ich ganz sicher bin nachher. Ja. Ist ja eben kein Strafrecht. Also Sie sagen, der arme Kerl ist dann seinen Job los, wegen eines Verdachts. Ja, also natürlich nicht wegen jedes dahergelaufenen Verdachts, sondern es muss schon irgendwie durch ein paar Fakten substanziell dargelegt sein. Das Gesetz hat versucht, diesen Fall zu lösen. Wenn Sie mal den 84 Absatz 3 komplett bis zum Ende durchlesen. Wie versucht das Gesetz dieses Problem, ob bei unsicherer Lage ein wichtiger Grund besteht oder nicht, zu lösen? Den Nationen, die sagen, dass der Währung so lange wirksam ist, bis die Unwirksamkeit festgestellt wurde. Ja, also die haben sozusagen eine schwebend wirksame Abberufung. Und das soll sicherstellen, das heißt, wenn der Verdacht besteht, kann ich ihn erstmal loswerden. Und dann kann er vor Gericht sagen, das stimmt aber nicht, kann das überprüfen lassen. Und wenn dann rauskommt, es stimmt, dann war es okay, dann bleibt er weiter nicht Vorstand. Wenn sich herausstellt, es war zu Unrecht, dann wird damit dann rückwirkend die Abberufung für unwirksam erklärt. Aber sozusagen, wir haben eine klare Regelung gesagt, in dem Schwebezustand ist er nicht Vorstand. Das heißt, der Verdacht reicht für die Abberufung, aber ob die Abberufung wirksam oder unwirksam ist, stellt sich erst im Nachhinein heraus, wenn sozusagen der wichtige Grund überprüft wird. Genau, das Gesetz will sicherstellen, dass man sozusagen genau Ihr Problem löst, indem man sozusagen sagt, im Schwebezustand wird es nie 100% sicher wissen, also erstmal abberufen. Aber es gibt die Möglichkeit der Überprüfung, ob es wirklich vorliegt und das kann man dann gerichtlich nachmachen. Ja? Also, was bedeutet das für unseren Fall? Ist das 15.3, wo wir schon mal sauber bei HGB sind? Ja, HGB, das muss man kennen. Ja, das ist 15.1. Es hätte eingetragen und bekannt gemacht werden müssen. So kann sich der Dritte auf das Handelsregister berufen und sagen, steht nicht drin. Ansonsten, wenn es eingetragen worden wäre und bekannt gemacht worden wäre, wäre er in der Tat nicht mehr Vorstand gewesen. Und er hätte keine Vertretungsmacht gehabt. Das heißt, es wäre kein Vertrag zustande gekommen, weil die schwebende Unwirksamkeit und die schwebende Wirksamkeit der Abberufung, so muss man sagen, die schwebende Wirksamkeit der Abberufung ist hier noch nicht geheilt, weil eben noch kein gerichtlicher Beschluss vorliegt, der sagt, es lag kein wichtiger Grund vor. Ja? Also solange das Gericht nicht positiv feststellt, dass kein wichtiger Grund vorliegt, ist er wirksam abberufen. Eine brutale Regelung, aber so ist das. Eben genau das Interesse, was der Kollege eben gesagt hat. Man möchte nicht mit dem Makel verdächtiger Person belastet sein. Wenn derjenige scheinbar irgendwas Böses gemacht hat, soll man ihn schon im Vorhinein erstmal loswerden können und dann kann er dagegen richtig vorgehen und sagen, ist alles falsch. Gut. Damit
Ja. Bei dir gibt es ja dasselbe Problem, dazu muss der Vorstand gewesen sein, aus 76 Absatz 3 Nummer 3e ergibt sich aber, dass er wegen seiner Haftstrafen, wegen Betruges nicht Vorstand werden konnte und deswegen finden dann die Grundsätze der fehlerhaften Organstellung Anwendung, weil er ja schon angefangen hat zu handeln, muss Z die Zahlung von Excel übernehmen. Das könnte man meinen, aber die Grundsätze der fehlerhaften Organstellung gelten nicht im Verhältnis zu Dritten. Die gelten ausschließlich im Innenverhältnis. Warum? Wie wird der Dritte geschützt? Der Dritte kann das ja nicht wissen. Ja, eben. Was er im Innenverhältnis gemacht hat, weiß der Dritte ja nicht. Der Dritte kann ja nur sehen, da kommt einer und behauptet, er sei Vorstand. Das heißt, welcher Rechtsstaatsverstand gilt ausschließlich gegenüber dem Dritten? Das Einzige, worauf der Dritte sich stützen kann. Das Handelsregister. Das heißt, gegenüber dem Dritten kommt es nur auf die Eintragung und Bekanntmachung an. Solange da nichts geändert worden ist, kann sich hier unser Y nicht darauf berufen. Da nichts eingetragen und bekannt gemacht worden ist, gilt weiterhin der V als vertretungsbefugt. Und damit ist hier kein Rechtsschein gesetzt. Er ist auch nicht wirklich Vorstandsmitglied geworden, weil die Bestellung unwirksam ist. Denn ich darf niemanden bestellen nach 84, der die Voraussetzungen 76 nicht erfüllt. Das heißt, zwischen unserem Y und der AG ist kein Vertrag zustande gekommen. Ja, klar der Unterschied? Spannend. Super Sache. Der Umstand, dass er im Innenverhältnis was gemacht hat, ist völlig egal im Außenverhältnis. Böse Falle in diesem tollen Sachverhalt. Ja, wenn überhaupt kein Abberufungsbeschluss vorliegt, einfach nur einer kommt und sagt, du bist nicht mehr Vorstand, dann ist 84 Absatz 3 Satz 4 nicht anwendbar. 84 3 Satz 4 setzt voraus, dass ein formal wirksamer Abberufungsbeschluss vorliegt, das heißt, der Aufsichtsrat hat beschlossen, wir berufen dich ab und behauptet einen wichtigen Grund. Wenn einfach nur gesagt wird, du bist nicht mehr da, weil der Vorsitzende keine Lust mehr hat auf den, dann ist er weiterhin Vorstand und die Vermutung greift nicht ein. Wenn er das unbedingt geklärt haben will, kann er eine Feststellungsklage erheben und sagen, ich möchte festgestellt haben, dass hier gar kein Beschluss vorlag und ich damit nicht Vorstand, nicht abberufen bin. Wenn dagegen er behauptet, materiell, es ist alles okay gelaufen, das ist ein wunderbares Verfahren gewesen, aber es fehlt der wichtige Grund im Sinne des Gesetzes, dann ist das Ganze schwebend wirksam und wir sagen, die Klage auf Wiedereinsetzung als Vorstand, also die Aufhebung der Abberufung, ist eine Gestaltungsklage, weil sie unmittelbar rechtsändernd wirkt. Sie sorgt dafür, dass die Abberufung wieder aufgehoben wird. Genauso wie eine Scheidung oder der Ausschluss eines Gesellschafters oder Ähnliches. Das heißt, wir haben zwei Schritte. Erstmal die Feststellung, dass kein wichtiger Grund vorlag. Das reicht aber noch nicht. Ich brauche im zweiten Schritt auch noch die Sache, dass ich wieder in mein Amt reingesetzt werde. Das heißt, ich habe zwei Elemente. Aber dann gilt wieder 15 HGB, ne? Bis ich wirklich, ja klar, drinstehe. Solange ich drinstehe, bin ich... Ich meine, ich auch andersrum, wenn ich jetzt wieder eingesetzt werde, weil ich... Ja, wobei der Fall wird nicht auftreten, weil dann würde der Dritte ja sagen, du hast keine Vertretungsmacht, das kommt ja eigentlich nicht vor. Also der Dritte, der sagt, du hattest keine Vertretungsmacht für die Gesellschaft, das kann maximal so Sachen wie Kündigung oder Ähnliches betreffen. Der Vorstand sagt, ich kündige dich, er sagt, du bist gar nicht Vorstand. Das kommt eigentlich nicht vor. Also meistens will man ja, dass derjenige Vertretungsmacht hat, der einem gegenübersteht. Gut. Vertreten wird die Gesellschaft in beiden Fällen durch den Aufsichtsrat, was bemerkenswert ist, weil grundsätzlich ja der Vorstand die Gesellschaft vertritt nach 77. Der Grund dafür ist, dass man Interessenkollisionen vermeiden will. Das heißt, es ist immer das andere Organ zuständig für Klagen gegen den Vorstand. Auch nicht so spektakulär. Ich habe bisher nur über die B-Stellung gesprochen, es gibt aber auch die Anstellung. Im GmbH-Recht habe ich da relativ lange drüber geredet, aus dem schlichten Grund, dass das GmbH-Recht dazu gar keine Regelung enthält. Das Aktiengesetz enthält immerhin fragmentarische Regelungen. Es sagt zum Beispiel in 87 was zur Vergütung, es sagt in 84 auch was zur Begründung, zur Befristung und Beendigung des Anstellungsverhältnisses. Das heißt, wir haben eine Regelung über den schuldrechtlichen Vertrag, der Organstellung zugrunde liegt. Grundsätzlich ist derjenige immer noch angestellt bei derselben AG. Das heißt, wir haben einen Vertrag zwischen der AG und dem Vorstand selber. Es gibt aber auch denkbare Konstellationen, wenn es eine Muttergesellschaft gibt, die sagt, wir stellen die Vorstände unserer Tochter an. Das heißt, wir haben die, sagen wir mal, Telekom AG und die hat eine T-Mobile AG als Tochter.
Und dann sagen wir, das Gehalt des Vorstandes wird nicht von der T-Mobile AG bezahlt, sondern direkt von der Telekom AG. Und die Frage ist, geht das, dass ich sage, der Anstellungsvertrag wird nicht mit der AG, sondern mit einem anderen, etwa mit der Muttergesellschaft abgeschlossen? Was könnte das Problem dabei sein? Wenn hier steht, Konflikt mit 76.1, 87.1. Ja, selbst wenn der Anstellungsvertrag vorsieht, dass er freischalten und walten kann, das Weisungsrecht also ausgeschlossen nach 106 Gewerbeordnung, kommen wir in das Problem, dass man ihm natürlich den Geldhahn zudrehen kann, wenn nämlich derjenige, der sein Gehalt bezahlt, sagt, du kriegst kein Gehalt, oder wenn er sogar das Anstellungsverhältnis kündigt, was er auch kann, dann hat er das Problem, dass er natürlich ein Druckmittel hat gegen den Vorstand. Damit könnte der Vorstand nicht unabhängig agieren und damit wäre seine Leitungsfunktion gefährdet. Was meine ich mit 87.1? Was ist da das Problem? Der Aufsichtsrat würde auch ein erhebliches Druckmittel verlieren, weil normalerweise kann er über das Gehalt steuernd einwirken und er sagen kann, okay, du kriegst so und so viele Aktienoptionen. Das heißt, die Macht des Aufsichtsrates wird erheblich reduziert, wenn die Anstellung und die Gehaltszahlung von jemand anderem erfolgt. Das heißt, wir haben nicht nur eine Einschränkung der Unabhängigkeit des Vorstandes, sondern auch eine Einschränkung der Kontrollfähigkeit durch den Aufsichtsrat. Deshalb sagt die wohl überwiegende Literatur, dass diese Variante nicht geht. Die Gegenansicht sagt, man muss nur in dem Anstellungsverhältnis mit dem Dritten entsprechende Vorkehrungen treffen, um die beiden Konflikte zu vermeiden. Das heißt, man muss sagen, der Aufsichtsrat hat ein Mitspracherecht bei Gehaltshöhe oder man muss sagen, das Weisungsrechtsausschuss gibt eine absolute Anknüpfung an die B-Stellung. Dann sei sozusagen die Unabhängigkeit gewährleistet und der Konflikt ausgeräumt. Das sei also nur ein Problem der schuldrechtlichen Ausgestaltung und kein genereller Nichtigkeitsgrund. Herrschende Meinung sagt, wie gesagt, geht gar nicht. Gegenansicht hängt davon ab, wie man es ausgestaltet. Sie können sich für eine beliebige Ansicht entscheiden. Ja, das Anstellungsverhältnis endet auch irgendwann und bemerkenswerterweise endet es grundsätzlich nicht automatisch dann, wenn das B-Stellungsverhältnis endet. Das ergibt sich aus 84.1.5, der sagt, ich kann da eine automatische Verlängerung vorsehen, die ich für die B-Stellung gerade nicht vorsehen kann. Ich kann das also verknüpfen und demnach muss es auch davon unabhängig regelbar sein. Alternativ kann ich es auch jederzeit aus wichtigem Grund kündigen, wobei der wichtige Grund im Sinne des BGB nicht identisch ist mit dem wichtigen Grund im Sinne des Aktienrechts. Das heißt, es kann auseinanderfallen. Umstritten ist, ob auch 627 Dienste höherer Art Anwendung findet. Dann kann ich nämlich jederzeit ohne Grund rausschmeißen. Außerdem muss ich bei den Erklärungen aufpassen. Die Abberufung impliziert nicht notwendig die Kündigung. Das ergibt sich aus 84.3.5. Das kann also unabhängig voneinander existieren. Sie können jemanden haben, der immer noch Angestellter ist, aber nicht mehr Vorstand. Das läuft nicht notwendig parallel. Es gibt auch keinen Weiterbeschäftigungsanspruch, dass man sagt, ich habe einen Anspruch auf Wiederbestellung, sondern derjenige ist dann einfach nur noch Gehaltsempfänger. Gut, Gehalt bringt mich auf den nächsten Punkt. Wie viel verdient so ein Vorstand? Vor ein paar Jahren war das so der große Hit. Da hat die Bild-Zeitung Sachen gemacht wie 17 Millionen, VW-Chef Winterkorn erklärt sein Rekordgehalt. Ja, Bild hat es als erst ermittelt, denn 2011 bekam er einen Bonus in Höhe von 11 Millionen Euro. Ja, und Sie können sich vorstellen, der Leser der Bild-Zeitung sagt, was, die Schweine. Ja. Wenn Sie sich das so angucken, ist die gewährte Gesamtvergütung im DAX
durchschnittlich 5,6 Millionen für einen Vorstandsvorsitzenden und für alle anderen 2,9 Millionen, dann sagen Sie, das ist ja nichts. Also für das Geld kann man nicht arbeiten. Ja? Sie sehen auch, die Entwicklung ist jetzt nicht radikal nach oben gegangen von 2014 nach 2015. Sie sehen das hier, dieser Median. Sie sehen, die Streuung ist schon relativ groß, ja? Also zwischen 0, irgendwie kriegt irgendjemand auch 0, wie Sie hier sehen, bis einschließlich 5 Millionen. Während die Vorstandsvorsitzenden, die sehen, da hat auch einer 15 Millionen gekriegt. Das ist also so die Spitze. Ja? Also wenn Sie da in diesem Kreis da oben sind, sind Sie gut. Und 2015 ist halt die Spitze leider runtergegangen. Also lohnt sich alles nicht mehr. Gut. Ihre Vergütung setzt sich zusammen aus verschiedenen Faktoren. Sie kriegen ein festes Gehalt, so wie jeder normale Angestellte. Jeden Monat 1 Million. Ja, kommt auf 12 Millionen, gute Sache. Sie kriegen aber nicht 1 Million normalerweise. Selbst wenn Sie richtig gut bezahlter Vorstand sind, kriegen Sie da ein paar Hunderttausend, nochmal 100.000, 150.000. Das, was eigentlich in Braten fett macht, ist die variable Vergütung. Die variable Vergütung ist nämlich deshalb interessant, weil Sie kriegen Gewinnbeteiligungen. Oder Sie kriegen bestimmte Zahlungen, wenn Sie bestimmte Punkte erreichen. Nach dem Motto, wenn Sie es schaffen, unseren Umsatz um 3% zu steigern, kriegen Sie 3 Millionen. Wenn Sie um 10% steigern, kriegen Sie 10 Millionen. Wenn Sie um 100% steigern, kriegen Sie 100 Millionen. Ja? Zack, zack, zack. Das ist eine Anreizstruktur. Dann kann man natürlich auch Bezugsrechte geben und sagen, okay, Sie kriegen Aktien oder Ähnliches, wenn Sie bestimmte Sachen erreichen, dann können Sie die Aktien entsprechend auch wieder verkaufen oder kriegen die Dividende davon. Das heißt, davon leben Sie eigentlich als Vorstand, dass Sie bestimmte Ziele erreichen. Außerdem, was weniger spektakulär ist, Sie kriegen Spesen. Spesen heißt, Sie dürfen Leute zum Abendessen einladen mit lecker Essen und Champagner und die Gesellschaft zahlt. Ja, Sie kriegen auch den Business-Class-Trip bezahlt im Flugzeug mit Champagner und allem, was dazugehört. All das ist sozusagen inklusiv. Außerdem kriegen Sie Nebenleistungen. Nebenleistungen betrifft vor allem die Versicherung. Die Gesellschaft zahlt möglicherweise für Sie Haftpflichtversicherungsbeiträge oder eine D&O-Versicherung, weil man sagt, D&O-Versicherung ist gerade keine Haftpflichtversicherung, eine Versicherung der Gesellschaft, lustigerweise. Das ist eine Leistung, die Ihnen zufließt, weil sie Sie begünstigt, weil sie Sie entlastet und Sie können sich freuen. Dienstwagen kennen Sie auch alle, also wenn Sie mal eine S-Klasse fahren wollen, werden Sie Vorstand. Allerdings kriegen Sie den Fahrer auch gestellt, dann fahren Sie gar nicht, dann werden Sie gefahren. Also ich kann Ihnen sagen, Herr Krämer lässt sich jeden Morgen überall hinfahren, das ist toll. Also der fährt von Düsseldorf-Benrath jeden Morgen nach Bonn über die Autobahn. Also nicht er, sondern er lässt sich fahren. Bis zur Telekom. Das ist toll, oder? Wollen Sie jetzt Telekom-Vorstand werden? Ja, toll. Toll, toll, toll. Aber der muss auch im Auto arbeiten. Das ist nicht so, als ob er da einfach nur sitzt und eine Zigarre raucht. Der raucht auch nicht. Also nur weil Quatsch. So, Ruhegehalt und Hinterbliebenenbezüge. Wichtig ist natürlich, als Vorstand verdienen Sie so viel Geld, dass Sie nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das ist ein gewisses Problem, weil Sie kriegen dann keine Rente. Deshalb muss die Gesellschaft für Sie sozusagen was Geld auf die hohe Kante legen und das kriegen Sie dann ausgezahlt hinterher aus der privaten Rentenversicherung, also eine Art Lebensversicherung. Das müssen Sie auch aushandeln. Wenn Sie das nicht tun, haben Sie halt Pech gehabt. Dann kriegen Sie jetzt die Millionen und wenn Sie mal alt sind, kriegen Sie nichts. Und wenn Sie alles versoffen haben, sind Sie halt arm. Ja, das kann alles passieren. Also Sie denken sich das alles so. Denken Sie an Boris Becker. Nehmen Sie an dem ein Beispiel. So. Und natürlich Hinterbliebenenbezüge. Falls Sie an einem Herzinfarkt sterben oder am Schlaganfall, soll Ihre Familie vielleicht noch was kriegen. Auch das sollte man berücksichtigen. Was ganz lustig ist, wenn Sie gehen, kriegen Sie eine Abfindung. Und der deutsche Corporate Governance Codex sagt, diese Abfindung soll begrenzt werden durch einen Abfindungscap. Und dieser Abfindungscap soll 2 Jahresvergütungen nicht überschreiten und nicht mehr als die Restlaufzeit vergüten. Die Idee dahinter ist, dass man nicht so diesen Golden Handshake will und sagt, hör mal, du kriegst richtig viel Geld, wenn du wirklich mal gehst. Ich zahle dir 10-mal so viel, wie wenn du bleibst, aber geh einfach. Das geht in Deutschland nicht. In den USA ist das übrigens üblich. Also Disney hat das mal gemacht. Gibt einen schönen Fall, machen wir in gesetzlicher Ökonomie, aber nicht hier. Schade, Pech gehabt. So. In der Tat, das Problem der Golden Handshakes ist hier in Absatz 2 geregelt. Leistung aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels soll 150% des Caps nicht übersteigen. Das heißt, da kriegen Sie nochmal ein kleines Zückerchen, kriegen nochmal die Hälfte obendrauf.
Ja, also maximal 7,5 Jahresgehälter, wenn Sie gerade frisch angestellt worden sind. Tolle Sache. Der Gesetzgeber liest die Bild-Zeitung und hat gesagt, das Volk ärgert sich über diese spitzenverdienenden Vorstände. Die Linkspartei hat gesagt, es soll ein Faktor festgelegt werden zwischen dem Gehalt des geringstverdienenden Unternehmens und dem Vorstand. Bei dem Motto, wenn der Schlechtverdienste, sagen wir mal, 1.000 Euro verdient, darf der Vorstand maximal das Hundertfache verdienen, das heißt 100.000. Ja, so ist die Idee der Linkspartei. Und all dieser politische Aufruhr und die Neiddiskussion in Deutschland haben den Gesetzgeber aufgefordert, was zu tun. Und der Gesetzgeber hat das zweimal gemacht. Zunächst mit dem Gesetz über die Offenlegung der Vorstandsvergütungen, Vostok, von 2005. Und dann mit dem Gesetz über die Angemessenheit der Vorstandsvergütung, dem Vostak, von 2009. Ja, Sie sehen, also der Gesetzgeber, der war initiativ, aktiv, hat es alles im Blick gehabt. Ja, was ist da so passiert? Zunächst mal hat er gesagt, seit 2009, nicht mehr irgendein Ausschuss im Aufsichtsrat beschließt das, sondern da müssen alle Aufsichtsratsmitglieder mitreden, inklusive der Arbeitnehmervertreter. Jeder hat ein Mitspracherecht und jeder soll mit abstimmen. Dann hat der Gesetzgeber weiterhin gesagt, die Hauptversammlung darf darüber beschließen. Allerdings, wenn sie sagt, finden wir alles doof, ist es auch egal, weil das unverbindlich ist. Also die Hauptversammlung wird gefragt, findet ihr das gut? Und dann sagen die nee. Und dann sagen die, ja, schön, dass wir das gefragt haben, ist uns trotzdem egal. Ja, der Sinn ist da halt, dass man so ein bisschen den Leuten das Gefühl gibt, dass sie auch angehört worden sind. In der Praxis ist es ja so, dass es meistens eh nicht eine Gegenstimme gibt. Weil in der Hauptversammlung sitzt der Großaktionär, der sitzt auch im Aufsichtsrat und damit ist die Sache eh gelaufen. Aber Show laufen kann man halt mal machen. Und das ist der Hammer, die Offenlegung. Jede Aktiengesellschaft muss die Gesamtbezüge des Vorstands offenlegen. Das heißt, da steht auch, wir haben 1 Million für unseren Vorstand ausgegeben. Und in den börsennotierten Gesellschaften, deshalb haben wir diese Statistik, muss offengelegt werden unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Vorstandsmitgliedes. Das heißt, Sie können bei Herrn Krämer genauso wie bei mir nachgucken, wie viel er verdient im Bundesanzeiger. Das ist kein Geheimnis. Das ist beeindruckend, oder? Dass man Gehaltszettel öffentlich abrufen kann, wie in der Schweiz. Was war die Idee des Gesetzgebers? Der sagte, die trauen sich nicht so viel Geld zu geben, wenn das offengelegt wird, weil es denen peinlich ist. Nach dem Motto, oh, muss ich meinem Nachbarn erklären, warum ich so viel Geld verdiene. Frage, was meinen Sie rein verhaltensökonomisch, wir sind keine Ökonomen, weil es eine falsche Vorlesung ist, aber rein verhaltensökonomisch, ist das richtig? Wenn Sie es mal rein logisch überlegen, Ökonomie ist meistens wie Idioten, das kann man so leicht herleiten. Was meinen Sie, was der logische Effekt sein muss durch die Offenlegung? Was bewirkt eine solche Offenlegung? Ja, vielleicht, dass die Mitglieder sich zweimal überlegen, ob sie bestimmte Bezüge annehmen oder bestimmte Gelder ausgeben, weil sie wissen, okay, hinterher steht es öffentlich da drin, jeder kann mich dafür quasi zur Rechenschaft ziehen, wenn ich da Geld ausgebe. Interessanterweise, das hat der Gesetzgeber ja gedacht. Und ich kann Ihnen sagen, das ist falsch. Das ist in jahrzehntelanger soziologischer Forschung widerlegt. Dieses Verständnis ist schlicht falsch. Das ist völlig unrealistisch, was der Gesetzgeber als Prämisse hat. Man hat keine Angst, so viel Geld sich zu nehmen. Was passiert, wenn man Ihnen sagt, Sie müssen Ihr Gehalt offenlegen? Das ist ein toller Profilierungseffekt wahrscheinlich. Also es dürfte. Erstens zeigt man, wie viel man wert ist. Und jetzt überlegen Sie mal, wer liest denn auch, was da offengelegt wird? Das lesen ja nicht nur die Nachbarn von der Straße, sondern wer liest das auch? Vielleicht andere Unternehmen? Andere Unternehmen, und zwar wer im anderen Unternehmen? Ja, vielleicht andere Vorstände, die man auch vielleicht haben will. Und was sagt der andere Vorstand, wenn er sieht, bei der Telekom, da gibt es 1 Million im Jahr? Ja, dann will er auch 1 Million. Dann will er auch 1 Million haben. Und was passiert dann? Dann kriegt der 1 Million, was sagt denn der Mann von der Telekom? Ja, letztes Jahr hat er auch die Hälfte gekriegt von dem, was ich gekriegt habe. Das geht ja wohl gar nicht. Also ich habe ja doppelte Verantwortung, also will ich das Doppelte haben. Dann sagt der wieder, ja Moment mal, bei der Telekom ist das Doppelte, da will ich ja wieder angehoben werden. Das heißt, wir haben einen sogenannten Fahrstuhleffekt, die Gehälter steigen, weil jeder sagt, ich will doch nicht weniger verdienen als der. Also ich habe doch genauso einen wichtigen Job. Warum soll ich bei VW weniger verdienen als bei der Deutschen Bank? Das geht ja gar nicht. Das heißt, man hat einen Fahrstuhleffekt und jeder liftet den anderen mit nach oben. Das ist verhaltensökonomisch wunderbar bewiesen. Das ist ein extrem simples Experiment. Das heißt, die Offenlegung führt nicht etwa dazu, dass die Gehälter sinken, weil die Leute sich peinlich sind, sondern ganz im Gegenteil, es führt dazu, dass alle Gehälter steigen.
Die Gehälter gleichen sich stärker an, aber insgesamt steigen sie. Das können wir auch beobachten, das ist wunderbar empirisch nachweisbar. Das heißt, der Effekt, den man eigentlich haben wollte, dass die Vorstände sich schämen und sagen, oh, ich will ja gar nicht so viel Geld haben, der ist nicht eingetreten. Es gibt ja interessanterweise auch von den verschiedenen Unternehmensberatungen auch Untersuchungen dazu, die beziehen sich ja auch und die schaufeln sich dann selber hoch. Ja, natürlich, weil es ja total simpel ist, die Information ist ja geschenkt. Das kann ja jeder im Internet nachgucken. Außer steht in der Bild-Zeitung. Also selbst wenn Sie als Vorstand die Bild-Zeitung aufschlagen, sagen Sie, was, der Kollege verdient das Doppelte, das geht gar nicht. Ja? Das ist ja wie bei den Professoren, ne? Sehen Sie? Sage ich, Herr Koch verdient momentan das 3,5-fache von dem, was ich verdiene. Das geht ja gar nicht. Und schon muss mein Gehalt steigen. So schnell geht das. Gut. Also Sie sehen, Offenlegung, keine so ganz gute Idee gewesen, aber kann man halt nichts gegen machen. Was geblieben ist, was immer schon da war, ist die Generalklausel des 84, der 87. Und der 87 sagt, es muss ein angemessenes Verhältnis zu Aufgaben und Leistungen und Lage der Gesellschaft bestehen. Nach dem Motto, jemand, der viel Arbeit hat, soll viel Geld kriegen, jemand, der wenig Arbeit macht, soll wenig Geld kriegen. In einer Gesellschaft, die große Gewinne macht, soll der Vorstand viel Geld kriegen, in einer Gesellschaft, die wenig Gewinne macht, soll der Vorstand wenig Geld kriegen. Und wenn jemand viel Verantwortung hat, weil er der Chef ist, soll er halt mehr Geld kriegen, als die Leute, die wenig Verantwortung haben. Ja, tolles System. Dann, noch besser, als Orientierung soll die marktübliche Vergütung herangezogen werden. Das heißt, man soll gucken, was ist denn so üblich und dann soll man sich daran orientieren und nicht zu viel und nicht zu wenig. Klingt auf den ersten Blick total super. Es stellen sich nur verschiedene Probleme. Das erste Problem ist, was ist denn der Markt, der hier üblich ist? Mit wem wollen Sie sich denn vergleichen? Wollen Sie jetzt sagen, jeder muss so viel verdienen wie der VW-Chef oder der Chef der Deutschen Bank oder der Chef von Bayern, jeder Aktiengesellschaft? Das heißt, die Vergleichsmenge des Marktes für Vorstandsgehälter ist schon sehr schwierig zu bestimmen. Und das Zweite ist, durch diesen Hochschaukeleffekt kommen Sie dann dazu, dass Sie direkt ins Spitzengehalt reinrutschen, weil es ja gar keinen Weg nach unten gibt. Denn marktüblich ist halt viel. Das heißt, das hat keine begrenzende Funktion, sondern eher eine erhöhende Funktion. Also Sie sehen ein ganzes Drama mit der Vergütung. Weil das alles so theoretisch ist und Sie sich etwas beschweren, habe ich für Sie diesen Fall dabei. Sie sehen, ich habe viele Fälle in meinem Repertoire, die ich mir mit viel Mühe ausgedacht habe. Man nennt mich auch den Dichter der Fälle. So, ja, das ist wie Goethe. Wenn Goethe Fälle gemacht hätte, hätte er sie so gemacht. Der V ist einziges Vorstandsmitglied der X AG, Jahresumsatz von 500.000, Prokurist P und der leitende Angestellte A, erhalten ein Jahresgehalt von 30.000 Euro brutto. Im Übrigen werden nur Minijobber beschäftigt, Konkurrenzunternehmen aus der gleichen Branche zahlen ihren Vorständen 40.000 Euro. Dennoch beschließt der Aufsichtsaufdrängende des V, der auch Alleinaktionär ist, dass V ein Jahresgehalt von 110.000 Euro erhalten soll. Hierdurch soll sein visionäres Engagement unterstützt werden. Trotz des visionären Engagements geht das Unternehmen in die Krise und wird letztendlich insolvent. Tja, schade. Der Insolvenzverwalter begehrt von den Aufsichtsratsmitgliedern und von V Schadensersatz in Höhe von 70.000 Euro. Boah, sagen Sie, Schweinerei. Zu Recht. Wir brauchen zunächst mal eine Anspruchsgrundlage. Das ist immer schon mal eine gute Sache. Und wir prüfen zunächst mal den Anspruch gegen die Aufsichtsratsmitglieder. Dazu müssen wir in die Vorschriften zum Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft gucken. Das ist toll im Gesetz. 116, Satz 1. Satz 1, und da sehen Sie nochmal zwei Sätze weiter. Und 3. Ja. Was sagt nämlich Satz 3? Wofür haftet man insbesondere? Unangemessene Vergütung. Ja. Wenn man also eine unangemessene Vergütung beschließt, dann haftet der Aufsichtsrat. 116, Satz 3. Gut, was brauchen wir dafür? Wir brauchen zunächst eine Gesellschaft, haben wir, brauchen einen Aufsichtsrat, haben wir. Unser eigentliches Problem ist, haben wir hier eine Pflichtverletzung in Form der Festsetzung einer unangemessenen Vergütung? Woher wissen wir, was eine angemessene Vergütung ist? Dazu gucken wir in welchen Paragraphen? In dem 87. Und was sagt uns der 87? Woher wissen wir, was angemessen ist? Ja. Also erstmal muss das im Verhältnis zum Wert der Leistung stehen und dann noch marktüblich.
Also es muss im Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen unseres V stehen und es muss sich noch am Marktüblichen orientieren. Ja, was sagen Sie denn dazu? Wenn Sie so einen Fall jetzt haben, jetzt stehen Sie da und denken sich, ist das jetzt angemessen? Wo soll ich das denn wissen? Was ist denn hier angemessen? Der Steve Jobs, der Kleinunternehmer, 110.000. Steve Jobs hat nur 1 Euro gekriegt. Ja? 1 Dollar für Steve Jobs. Und er war Visionär, er war toll, hat einen Film gekriegt. Über mich macht man keine Filme. €110.000 ist ja nicht mal viel Geld. Ja, wenn man, also steht ja, dass €40.000 sind das, was in der Branche üblich ist, was man sich vorstellen zahlt, das ist ja über 100% mehr. Da könnte man zum Beispiel sagen, das ist unangemessen. Ja, man könnte sagen, es ist unangemessen, weil es ja immerhin doppelt so oder mehr als doppelt so viel ist, wie Leute in der Branche kriegen. Ist das wirklich so, dass sie nicht doppelt so viel zahlen dürfen wie andere in ihrer Branche? Was meinen Sie? Ich würde sagen, das ist so ein Richtwert und kann sich ja, davon kann sich ja abgewichen werden, wenn es eben eine besonders schwierige wirtschaftliche Lage ist. Zum Beispiel in der Krise im VW-Vorstand, dann habe ich vielleicht mehr zu tun und kann auch noch mehr Geld kriegen. Hier ist jetzt nicht so richtig ersichtlich, dass das irgendwie besonders schwierig ist. Der ist Visionär. Was würden Sie sagen, wenn er sagt, für weniger arbeite ich nicht? Der hat gesagt, für weniger gehe ich halt zum Bahnhof und bettle, kriege ich mehr. Also für weniger lohnt sich nicht. Die wissen gar nicht, wie gut man verdient, wenn man am Bahnhof bettelt. Da war neulich mal ein Fall in der Bild-Zeitung. Da war nämlich irgendeiner, ein Obdachloser gestorben und dann hat er irgendwie dann das ganze Geld gefunden, was er irgendwie gehortet hatte und der hatte irgendwie über 200.000 € so in bar gehortet. Also wie gesagt, jetzt werden sie doch obdachlos. Also sie sparen sich die Miete, ne? Das summiert sich vielleicht im Laufe der Jahre. Ich muss ja auch die Lage der Gesellschaft irgendwie mit einbeziehen in diese Angemessenheitsprüfung und der bekommt mehr als ein, also der bekäme mit seinen 110.000 mehr als ein Fünftel des Jahresumsatzes. Und die Mitarbeiterstruktur ist jetzt nicht so, dass der große Personalverantwortung hätte, wenn die nur Minijobber waren. Das können ja viele Minijobber sein. Ja, aber die sind ja alle lose beschäftigt und das ist so ein Fluss und da muss er nicht viel Struktur aufbauen und erhalten. Und ansonsten hat er nur den Prokuristen und den leitenden Angestellten. Das spricht auch nicht dafür, dass das jetzt eine großartige Aufgabe ist. Von daher würde das eher etwas nicht kümmern. Ich glaube, maßgeblich ist vor allem der Umsatz. Wenn ich meine, bei einer halben Million Umsatz, 110.000 Gehalt, ist schon eine Nummer. Ja, das ist dann halt weg, ne? Ein Großteil ist halt für den Chef, das ist halt so. Ja, also in der Tat, das Problem ist, wir haben als Richtwerte hier einerseits den Umsatz des Unternehmens. Wir können sagen, wenn ein Viertel des Umsatzes hier fast an den Vorstand geht, und das ist ja wirklich Geld, was weg ist, und das ist der Umsatz, nicht der Gewinn. Wenn es der Gewinn wäre, hätte ich noch kein Problem damit. Dann müssen wir sagen, dann können die nicht viel andere Sachen ausgeben. Zum Zweiten haben wir als Richtwert das, was in der Branche üblich ist, da ist er auch weit von entfernt. Und zum anderen haben wir andere Personen, die ähnliche Aufgaben erfüllen, denn der Prokurist vertritt genauso wie der Vorstand nach außen, hat also auch eine unbeschränkte Vertretungsmacht und der kriegt nur 30.000. Und der leitende Angestellte ist quasi der interne Leiter, der quasi die Weisungen erteilt, kriegt auch nur 30.000. Er kriegt das Vierfache im Grunde und Leistung wird auch nicht viel anderes. Das heißt, weder intern im Unternehmen ist eine Relation, noch zum Umsatz, noch zur Branche. Das heißt, dieses Gehalt ist evident unverhältnismäßig zu allen Kriterien, die wir anlegen können. Gut, damit ist das Gehalt unverhältnismäßig. Was ist die Rechtsfolge? Wenn Sie den 116 Satz 1 lesen, was brauchen wir da noch? 116 Satz 1 ist eine relativ triviale Norm. Was sagt der? Die Norm ist nicht schwierig. Also
Ja. Ja, wir müssen uns überlegen, greift hier möglicherweise 93 Absatz 1 Satz 2 Aktiengesetz? Das heißt, gibt es hier eine Rechtfertigung deshalb, weil der Aufsichtsrat hier eine unternehmerische Entscheidung getroffen hat und deshalb sozusagen von der Haftung freigestellt worden ist? Was meinen Sie? Ist das eine unternehmerische Entscheidung zum Wohle der Gesellschaft nach hinreichender Information? Was meinen Sie? Business Judgment Rules? Kann man sich damit rausreden hier in dem Fall? Haftungsausschluss? Ja, ist das so, dass die Anstellung eines bestimmten Vorstandes keine unternehmerische Entscheidung ist? Würden Sie das so sehen? Wenn Sie sich entscheiden müssen zwischen, sagen wir mal, Vorstand A und Vorstand Bill Gates, ist das eine unternehmerische Entscheidung, wen Sie nehmen? Christian Müller oder Bill Gates? Wen würden Sie nehmen? Würden Sie auf jeden Fall Bill Gates nehmen? Würde jeder Bill Gates einstellen? Ja, weil Bill Gates wird wahrscheinlich auch ein höheres Gehalt fordern als Christian Müller. Exakt. Also das Gehalt hängt unmittelbar auch mit der Personalentscheidung zusammen. Sie kriegen halt für ein normales Gehalt nicht jeden. Also wenn Sie sagen, Bill Gates, wir stellen dich ein, wir haben 30.000 Euro für dich im Jahr, dann wird Bill Gates sagen, wunderbar, das mache ich sofort. Das können Sie vergessen. Also Sie kriegen für jedes Gehalt jeden Vorteil. Natürlich ist es eine unternehmerische Entscheidung, erstmal im Grundsatz, wen ich als Vorstand nehme und damit auch, wie viel Geld ich in die Hand nehme, um einen guten Vorstand zu finden. Also im Grundsatz, das kann es nicht sein. Aber komme ich da so raus und sage, okay, das ist halt so eine Augenmaßsache und wir haben gedacht, der hat Visionen und das kriegt er hin. Nach dem Motto, letztes Jahr 500.000, dieses Jahr 50 Millionen. Wir haben ja nur nach dem letzten Jahresumsatz entschieden und nicht, der hat uns gesagt, der kann das richtig gut, dass er ein toller Typ ist. Wir haben darauf vertraut, von 500.000 auf 5 Millionen oder 50 Millionen. Also wie gesagt, ich habe ja heute Morgen schon diese tolle Fox-Sendung Höhle der Löwen empfohlen. Da kommen die Leute und sagen, hier, wir bieten 5% unserer Gesellschaft für 1 Million an. Da kann man leicht ausrechnen, wenn 5% 1 Million wert sind, wie viel sind dann 100% wert? Also die Leute haben immer so eine Schätzung. Dann fragt man, wie viel Umsatz habt ihr gehabt? Dann sagen, ja, letztes Jahr haben wir Verlust gemacht in Höhe von 200.000, haben Umsatz gehabt von 1 Million. Und dann sagt man, okay, wie kommt ihr jetzt auf eure 5% sind 1 Million wert? Dann sagen die, ja, das ist die Zukunft. Wir gehen davon aus, wir wachsen jedes Jahr. Das ist immer eine Prognoseentscheidung. Das können die ja auch sagen. Können sagen, wir haben gedacht, dieser Mensch, der hat uns so überzeugt, der bringt uns so weit nach vorne, das kann man gar nicht bezahlen. Was sagen Sie dazu? Unternehmerische Entscheidung? Geht das? Wir können ja auf Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Gesellschaft entscheiden. Angemessene Informationen sind ja jedenfalls irgendwas, was man so viel nachprüfen kann oder wenigstens eine Basis hat, ja, diese Visionen nachzuvollziehen. Und die sind hier ja nicht gegeben gewesen. Der hat geredet, also der war ein Auftreten gehabt, dem haben sie alles geglaubt, egal was der gesagt hat. Ja, aber in der Tat, man sagt, für diese Entscheidung greift die Privilegierung nicht ein, sie müssen sich da orientieren an den Kriterien. Das heißt, der 93.1.2 wird verdrängt durch die Kriterien des 87, weil sonst der 87 ja immer leer laufen würde, wenn man sagen könnte, das war eine unternehmerische Entscheidung, das kann man nicht kontrollieren. Soweit die Angemessenheitskriterien verletzt worden sind, kann ich mich nicht berufen auf eine Privilegierung. Das heißt, der 93 wird verdrängt durch die Kriterien des 87, weil sonst es nicht funktionieren würde. Weil wenn ich sage, es ist immer eine Ermessensentscheidung mit Augenmaß und das passt schon irgendwie. Der 87 öffnet einen Spielraum, in dem ich mich bewegen darf. Wenn ich drüber gehe, habe ich Pech gehabt. Also, Privilegierung nach 93.1.2 scheidet aus. Damit bleiben wir beim allgemeinen Maßstab nach 93.1.1 und müssen fragen, wurde hier die im Verkehr erforderliche Sorgfalt missachtet? Das ist relativ evident, weil das hätte man halt besser wissen können. Und dann kriege ich als Ersatz den Schaden. Was ist denn hier der Schaden?
Das ist nicht ganz einfach. Ist der Schaden 110.000 Euro? Nee, der Schaden wäre wahrscheinlich die Differenz zur angemessenen Vergütung. 110.000 wäre alles, das ist ja Quatsch, hätte ich null gewesen. Ja, in der Tat, es ist die Differenz zwischen dem, was gerade noch angemessen gewesen wäre und dem, was tatsächlich gewährt worden ist. Das heißt, wir müssen gucken, was ist die Obergrenze eines angemessenen Gehalts. Und da wird man sich orientieren können hier an den Umsatzzahlen und an den Aussagen an die anderen. Das heißt, man würde sagen, so 10% würde man vielleicht noch machen können. Das heißt, wenn man hier sieht, die einen kriegen 30.000, dann würde man halt sagen, 40.000 kriegt er. Und damit würde man sich so bei 40.000 bis 50.000 bewegen. Damit wird er mindestens 60.000 zu viel gekriegt haben. Die muss er dann zurückzahlen. Damit ist der Fall aber noch nicht ganz beendet, denn was ist der zweite Teil unserer Frage? Ja. Ja. Möglicherweise haftet der Vorstand nach 93 Absatz 2 Satz 1 persönlich auf die Rückzahlung des zu viel erhaltenen Gehalts. Was setzt 93 Absatz 2 Satz 1 voraus? Eine Pflichtverletzung. Welche Pflicht könnte der Vorstand hier verletzt haben? Gucken Sie mal 93.3 durch, stellen fest, da steht nichts drin. Gucken Sie mal 93.1, greift der ein? Nee, er hat kein Geschäft der Gesellschaft geführt, sondern hat eine eigene Handlung vernommen. Damit könnte es nur noch allerhöchstens was sein? Was können wir ihm noch vorwerfen? Was wir immer machen, wenn wir irgendwie nichts finden im Gesetz, im Gesellschaftsrecht, welche ungeschriebene Grund... Ja, möglicherweise hat er hier seine Treupflichten verletzt. Möglicherweise war er unloyal gegenüber der Gesellschaft. Was sagen Sie dazu? Hat er eine Treupflicht, ein niedriges Gehalt anzunehmen und sagen, ich lasse mir nicht so viel Geld geben? Bei der Annahme und Aushandlung des Gehaltes handelt der Vorstand allein im eigenen Interesse. Das heißt, der Vorstand hat als solcher keine Pflicht, ein niedriges Gehalt auszuhandeln. Ganz im Gegenteil sollte er versuchen, möglichst viel rauszuhandeln. Der hat keine Pflicht, gegenüber der Gesellschaft wenig Geld anzunehmen. Wäre auch eine Schweinerei. Also da handelt er sozusagen als Mensch für sich selber und nicht als Organ der Gesellschaft. Gut. So weit, so gut. Aber, damit scheidet ein Anspruch aus 93 Absatz 2 aus. Aber wir haben noch eine weitere Anspruchsgrundlage. Jetzt werden Sie staunen. Was hat er nämlich hier gemacht, unser V? Er hat ja den Aufsichtsrat bedrängt. Er hat den Aufsichtsrat bedrängt. Gut, natürlich, wenn ich einen Job haben will, bedränge ich den Aufsichtsrat. Aber warum ist das hier vielleicht ein Problem, dass er den Aufsichtsrat bedrängt hat? Ja. Hier könnte möglicherweise ein Fall des 117 vorliegen. Gucken wir mal in 117 rein, was setzt der denn voraus? Jetzt sehen Sie, der Fall ist toll, weil da viele Anspruchsgrundlagen drin sind, mit vielen Tricks. Ein super Fall. Aussieht, der ist und damit zum Schaden der Gesellschaft zum Ersatz verpflichtet? Ja. Hat er hier einen Einfluss unsachlicher Art ausgeübt oder einen unzulässigen Einfluss? Was sagen Sie? Auf den Aufsichtsrat. Hat er hier Einfluss auf den Aufsichtsrat ausgeübt? Ja, Frage, muss der Aufsichtsrat dem, was er denen sagt, folgen? Wenn er sagt, mach das mal, zahlt mir mal ein hohes Gehalt. Das nicht, also er hat unmittelbar Pflicht, aber dadurch, dass er alleine zunächst kann, er den Aufsichtsrat eben bestellt, den ja, sodass eben dieser Einfluss, der auch faktisch ausreicht,
Genau. Also wir sagen, das ist einer der seltenen Fälle, wo wir sagen, der Alleinaktionär hat genug Druckmittel in der Hand, um hier den Aufsichtsrat jederzeit wieder abzuberufen. Er kann nämlich hingehen, eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen nach 122 und sagen, wir beschließen über die Abberufung des Aufsichtsrates, kann das dann beschließen einstimmig und kann jederzeit die Organmitglieder austauschen. Das heißt, er hat genug Druck, um die sozusagen zu manipulieren. Der Aufsichtsrat ist doch unabhängig. Also, ja. Muss es ihm letztlich egal sein, ob er, sag ich mal, durch eine unrechtmäßige Aktion hier von dem Aktionär entlohnt wird oder nicht? Das sollte eigentlich immer so sein, auch beim Vorstand, denn der Vorstand ist genauso unabhängig. Aber wenn das so wäre, dass die rechtliche Unabhängigkeit, die das Gesetz vorsieht, genügt, hätten wir überhaupt keinen Anwendungsfall für den 117. Der 117 und die Parallele im Konzernrecht 317 sind beide Normen, die sagen, ich kann Einfluss ausüben, sozusagen am Aktienrecht vorbei. Rein psychologisch. Rechtlich ist er nicht gezwungen, aber es reicht sozusagen, dass er sich in einer Zwangslage befindet, die ich dann ausnutze. Das schließt bemerkenswerterweise die Haftung des Aufsichtsrates nicht aus. Da kann ich sagen, oh, es war hier so eine Art Zwangslage, so Notstand oder irgendwas. Der Aufsichtsrat haftet neben dem Vorstand. Also der Aufsichtsrat haftet hier neben dem, der Druck ausgeübt hat. Und im Innenverhältnis haftet dann regelmäßig ausschließlich derjenige, der Druck ausgeübt hat, weil der die Hauptverantwortung hat. Aber im Außenverhältnis haften beide als Gesamtschuldner, das heißt, ich kann von beiden Schadensersatz verlangen. Das ist also keine Ausrede, dass man sagen kann, ich war ja unter Druck gesetzt, bin erpresst worden, sondern es muss beide haften und dann kann man im Innenverhältnis gucken, wer die überwiegende Schuld trägt. Wie stark der Druck war sozusagen. Aber es darf kein unüberwindbarer Druck sein, weil den kann es nicht geben in der Aktiengesellschaft. Also, außer halt, wenn da irgendwie der Mafiamann kommt und sagt, dein Kind wird getötet, wenn du nicht für mich stimmst, aber das sind halt nicht die Fälle, die uns interessieren unbedingt. Also das sind nicht die Fälle, die das Gesetz regelt. Gut, damit... Ja, interessante Frage. Wäre das eine Haftung nach 62 Aktiengesetz? Der ist ja immerhin Alleinaktionär. Und Alleinaktionär, verbotene Ausschüttung, das heißt Verstoß gegen 57.1, Einlagenrückgewehr. Wenn Sie sich an die letzte Stunde erinnern, wie sieht das aus? Verschuldungsunabhängig sogar. Also 62.1.1, kein Verschulden, 57 setzt auch kein Verschulden voraus. Frage, ist das hier eine verbotene Einlagenrückgewehr im Sinne von 57.1? Das könnten wir sagen, aber Sie erinnern sich vielleicht an unseren Fall mit den GmbH-Geschäftsanteilen von letzter Woche, die 100.000 wert waren, für die er nur 50.000 bezahlt hat. Wie war das da? Was haben wir da gesagt? 57 ja oder nein? Ja, warum haben wir gesagt 57 ja? Wann greift 57 ein, wenn jemand eine Leistung aus einem Austauschgeschäft hier aus dem Anstellungsverhältnis kriegt? Ohne oder, was ist eigentlich das Entscheidende, nicht das ist überhaupt kein Erfolg, sondern der hat ja was gemacht. Ja, wenn keine Gleichwertigkeit zwischen Leistung und Gegenleistung besteht, ist es auch wieder eine verbotene Einlagerückgewehr. Das heißt, auch dann kämen wir über 57.1 hin. Wir sagen also sozusagen, wenn hier unverhältnismäßige Gegenleistungen geflossen sind, ist der überschießende Teil wieder eine Einlagerückgewehr und damit nach 62.1 zurückzugewähren. Das heißt, für unseren Fall, in der Tat, weil wir hier festgestellt haben, dass es unangemessen war, gibt es keinen Rechtsgrund für die Gewähr dieser Leistung außer der Gesellschafterstellung und damit ist hier auch wieder 62.1 anwendbar, denn es gibt die Vermutung, dass das Ganze aufgrund gerade seiner Gesellschafterstellung erfolgt ist. Die kann er nicht widerlegen. Also Ergebnis, es haftet sowohl der V als auch der Aufsichtsrat für unsere Differenz. Klar? Schwieriger Fall? Sau schwer. Das machen wir mal nicht. Haben keine Zeit für. Der Aufsichtsrat kann die Vergütung im Laufe des Anstellungsverhältnisses rauf oder absetzen, sagt 87.2 ausdrücklich. Das ist einseitig, das heißt, der Vorstand muss nicht zustimmen. Der Aufsichtsrat kann das Gehalt also jederzeit auch nach unten korrigieren, gegen den Willen des Vorstandes. Bemerkenswerterweise kann der Vorstand dann allerdings kündigen und sagen, für das Geld arbeite ich hier nicht mehr,
aber ansonsten hat er nur die Möglichkeit, das anzunehmen oder halt zu gehen. Der normale Arbeitnehmer, dem können Sie das Gehalt nicht kürzen, dem Vorstand schon. Das ist halt das Risiko, was Sie sich erkaufen für Ihr Traumgehalt. Wenn es schlecht läuft, wird Ihnen das Geld wieder genommen. Was passiert, wenn das falsch festgesetzt wird? Wenn es zu hoch ist, dann ist sozusagen der Aufsichtsrat schadensersatzpflichtig, der Vorstand nicht, wie wir gesehen haben, aber es ist kein Fall von 812. Der Anschlussvertrag wird nicht nichtig, wenn zu viel bezahlt wird, sondern es wird einfach nur der überschießende Betrag sozusagen abgekappt und der wird als Schadensersatz zurückgezahlt. Der Vertrag als solcher ist wirksam. Das heißt, wenn irgendein Angestellter vorstellt, der nicht Aktionäres macht, dann ist er sozusagen auf der sicheren Seite und kann das Geld behalten. Gut, dann muss ich ganz kurz noch zu diesem undankbaren Thema kommen. Leitung und Geschäftsführung. Paragraph 76 Aktiengesetz spricht von der Leitung der Aktiengesellschaft. Unter Leitung versteht man die Grundsatzentscheidungen. Das, was das Grundgesetz als Richtlinienkompetenz der Kanzlerin vorsieht. Der Vorstand muss diese Entscheidungen selbst treffen. Das heißt, ob VW auf Elektrowagen umsteigt oder nicht, ist eine Vorstandssache. Das entscheidet nicht irgendein Abteilungsleiter oder ein technischer Leiter oder irgendjemand auf niedrigen Stufen. Das ist Chefsache. Demgegenüber kann die normale Geschäftsführung, das heißt die rechtsgeschäftliche oder rechtliche Tätigkeit für die Gesellschaft, delegiert werden. Das machen die Vorstände auch. Wenn sie mal irgendwie direkt bei VW ein Auto gekauft hätten, würden sie feststellen, sie haben da nicht einen Vertrag mit dem Vorstand geschlossen. Da gibt es halt Leute, die auf unteren Ebenen arbeiten. Das heißt, für den Alltag gibt es niedrigere Ebenen, aber die Kernentscheidungen muss der Vorstand persönlich treffen. Die Folgen sehen Sie auch bei VW. Wenn in der Tat irgendwas schief läuft, dann ist der Vorstand auch dafür verantwortlich, weil er theoretisch wie eine Marionette, wie ein Marionettenspieler die anderen alle an den Schnüren hält. Allerdings gibt es Ausnahmen. Die Geschäftsführungsbefugnis des Vorstandes kann nach 82 Absatz 1 begrenzt werden durch die Vorschriften über die Aktiengesellschaft, die Satzung, den Aufsichtsrat, die Hauptversammlung und die Geschäftsordnungen. Die Satzung kann nämlich in 23 Absatz 3 Nummer 2 einen Unternehmensgegenstand benennen. Wenn da drin steht, wir verkaufen Eis, dann kann der Vorstand nicht sagen, ja, ab sofort steigen wir auf Handys um. Dann muss er weiter eine Eisdiele bleiben. Wenn in der Satzung drin steht, wir verkaufen Laptops, kann er nicht auf einmal hingehen und, weiß ich nicht, Eis verkaufen, weil er muss das machen, was da drin steht. Dieser Gesellschaftszweck kann auch nach 179 nur mit einer sehr hohen Mehrheit geändert werden. Das heißt, das ist eine wirklich zwingende Regelung, da kommen wir nicht drum herum. Der Aufsichtsrat kann den Vorstand einschränken durch Zustimmungsvorbehalte. Er kann sagen, bei bestimmten Entscheidungen haben wir ein Vetorecht. Nach dem Corporate Governance Codex muss er das auch machen. Gucken wir uns gleich noch an. Und schließlich, wenn die Hauptversammlung was beschlossen hat, bindet das den Vorstand 83.2. Das heißt, sobald die Hauptversammlung über eine Frage entschieden hat, kann der Vorstand nicht sagen, ach, interessiert mich doch nicht, ich mache es anders. Über den 76 und 77 hinaus gibt es besondere Kompetenzregelungen, zum Beispiel 92.1, der sagt, der Vorstand muss eine Hauptversammlung einrufen, wenn Verluste in Höhe von 50% des Grundkapitals eingetreten sind. Außerdem muss er die Hauptversammlung einberufen, wenn das Gesellschaftswohl es erfordert, 121.1, im Übrigen jedes Jahr. Er muss die Hauptversammlung vorbereiten, also Räume buchen, Einladungen verschicken und Ähnliches. Er muss dann das machen, was die Hauptversammlung beschlossen hat, haben wir eben schon gesagt. Er muss dem Aufsichtsrat Bericht erstatten regelmäßig. Er muss ein Risikomanagementsystem schaffen, in dem Gefahren sozusagen vorbeugend erkannt und abgewendet werden. Er muss die Handelsbücher führen und den Jahresabschluss aufstellen. Das können Sie dann mit Herrn Hüttemann durchsprechen. Er muss zusammen mit dem Aufsichtsrat den Jahresabschluss feststellen. Er muss diese Entsprechungserklärung abgeben, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Ich halte mich an den Corporate Governance Codex oder nicht. Er muss einen Bilanzeid abgeben, wo er sagt, ich schwöre, dass das alles hier wahr ist und nicht gelogen ist. Und wenn es vor die Wand fährt, ist er derjenige, der beim Insolvenzgericht einen Insolvenzantrag stellen muss. Sie kennen das bei Air Berlin, geht man da hin und sagt, wir sind pleite und dann sagt das Insolvenzgericht, haha. So.
Darüber hinaus, ja. Die Pflicht aus 92.1 wird sie auch schon erfüllt durch die ordentliche Hauptversammlung, die sowieso dann am Ende kommt? Nein, es muss unverzüglich geschehen, das heißt, es muss sozusagen zeitnah kommen. Wenn in der Tat schon ein Beruf ist, die normale Hauptversammlung, muss er nicht nochmal eine zweite einberufen, aber normalerweise müsste er sofort eine Hauptversammlung einberufen, wenn er das erfährt und noch nicht schon eine einberufen ist. Okay. Da wird die sozusagen vorverlegt. Das kann doch relativ schnell passieren, oder? Wenn das Grundkapital einfach sehr, sehr niedrig ist. Ja, was einen Anreiz setzen soll, dass sie ein hohes Grundkapital vereinbaren, eben um eine gewisse Bindung zu erreichen. Also bei der Telekom passiert das nicht so schnell, kann ich Ihnen sagen. Da ist viel Geld in der Kasse. Ja. Compliance. Compliance, wenn Sie cool sind, verwenden Sie dieses Wort immer, es ist fast so cool wie Corporate Governance, also Compliance, Corporate Governance, coole englische Wörter. Compliance ist gesetzlich geregelt für Kreditunternehmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das heißt im Grunde für Banken. Da haben wir Regelungen, die sagen, die müssen Maßnahmen ergreifen, um Gesetzesverstöße zu verhindern. Es ist aber unstreitig, dass jeder Vorstand sein Bestes tun muss, um zu verhindern, dass in seinem Unternehmen Rechtsverletzungen geschehen. In der Praxis spielt das eine Rolle bei den Sachen, die mit K anfangen, nämlich Kartellen und Korruption. Der Siemens-Vorstand hat das Korruptionsproblem und die ganzen Autoindustrieunternehmen haben jetzt offenbar ein Kartellproblem. Der Vorstand muss alles tun, um zu verhindern, dass irgendjemand im Unternehmen das macht. Selbst wenn er selber gar nichts gemacht hat, wird ihm vorgeworfen, du hättest das zumindest überwachen müssen und verhindern müssen. Die herrschende Meinung verlangt sogar eine konzernweite Compliance-Überwachung. Sie müssen also auch in ihre Tochtergesellschaften reingucken. Wenn man das richtig sieht, darf man das gar nicht, weil die Tochtergesellschaften rechtlich unabhängig sind und ich da gar keine unmittelbaren Weisungsbefugnisse habe, zumindest wenn es Aktiengesellschaften sind. Aber es wird von mir erwartet, dass ich aktiv tätig werde und das ist halt heute der Stand der Meinung, der falsch ist, aber kann nichts gegen machen. Darüber hinaus wird verlangt, dass Sie eine Organisation schaffen, die Compliance sicherstellt. Dazu gehört insbesondere ein Compliance-Beauftragter, der weisungsunabhängig ist. Das ist ganz besonders cool. Wenn Sie der Compliance-Beauftragte sind, dann müssen Sie nicht das tun, was der Chef Ihnen sagt. Sie sind sozusagen ein Angestellter, der von Weisungen unabhängig ist. Tolle Sache. Wie Datenschutz. Ja, ansonsten müssen Sie auch darauf achten, dass Unternehmensleitlinien beachtet werden. Sowas wie, wir kaufen nur Ökoprodukte oder wir schützen den Regenwald. Auch dafür müssen Sie die Mechanismen schaffen. Der Corporate Governance Codex sagt explizit, er soll für angemessen an der Risikolage ausgerichtete Maßnahmen sorgen und deren Grundzüge offenlegen. Außerdem muss man Whistleblower unterstützen, steht da auch. Beschäftigte sollen auf geeignete Weise die Möglichkeit eingeräumt werden, geschützt Hinweise auf Rechtsverstöße Unternehmen zu geben. Das heißt, die Whistleblower werden geschützt, da müssen sie Infrastrukturen für schaffen. Also Petzen ist zulassen. Toll, Petzi, der Bär. Wie arbeitet der Vorstand? Der Vorstand arbeitet grundsätzlich als Gesamtorgan, das heißt, es arbeiten alle zusammen und das steht in 77.1.1 drin. Bei zwei Personen kann man sich noch vorstellen, bei einer erst recht, das ist nicht so schwierig, mit sich selber zusammenzuarbeiten, außer man ist schizophren. Je größer der Vorstand wird, desto schwieriger wird das. Wenn Sie 10 Mann haben und die müssen jede Entscheidung zusammentreffen, können Sie sich praktisch vorstellen, das wird eine reine Laberbude, das kommt zu nichts. Deshalb gibt es die Möglichkeit, eine Geschäftsordnung zu schaffen, 77.2, und der Corporate Governance Codex sagt, insbesondere soll dabei die erforderliche Beschlussmehrheit geregelt werden. Das heißt, der Corporate Governance Codex sagt, ich soll in der Geschäftsordnung sagen, wie beschlossen wird und vor allen Dingen, wer was macht. Ich darf also insbesondere auch besondere Ressortvorständigkeiten begründen und kann besondere Formvorschriften machen. Im Vorstand sind grundsätzlich alle gleichberechtigt. Das ist also was ganz Linkes. Alle sind Freunde und alle sind auf einer Ebene. Auch der Vorstandsvorsitzende. Der Vorstandsvorsitzende kann zwar nach 84.2 vom Aufsichtsrat bestellt werden, als solcher, aber das Gesetz knüpft an keine Rechtsfolgen. Das Gesetz sagt, ich bin dann Vorstandsvorsitzender, das ist ein cooler Titel, aber ich habe nicht mehr Rechte als die anderen. Diese Mehrrechte können aber geschaffen werden in der Geschäftsordnung und sind das auch regelmäßig. Üblicherweise ist das erstmal Verfahrensleitung. Er lädt ein zu den Terminen, er leitet die Sitzungen und er repräsentiert den Vorstand nach außen. Er ist der coole Chef. Außerdem ist er derjenige, der den Kontakt zum Aufsichtsrat führt
Und dann kommen die spannenden Regelungen. Man kann einen Stichentscheidvorbehalt vorsehen. Das heißt, wenn alle anderen sich nicht einig sind, hat der Vorstandsvorsitzende die letzte Entscheidung. Er hat also das Doppelstimmrecht und kann sagen, so wie ich sage, wird es. Außerdem kann man dem Vorstandsvorsitzenden ein Vetorecht einräumen und sagen, ohne mich geht nichts. Das heißt, selbst wenn die anderen dafür sind, kann er mit Nein die Entscheidung verhindern. Darüber hinaus kann ich aber nicht nur den Vorstandsvorsitzenden haben, sondern ich kann auch Ressorts bilden. Typische Fälle sind, dass ich sage, du bist zuständig für den Einkauf oder du bist zuständig für das Geschäft in den USA oder du bist zuständig für Handys und du für Festnetz oder du für Rechtsfragen und du für Finanzfragen. Das kann man beliebig zuschneiden. Das nennt sich dann Ressortbildung. Selbst wenn ich Ressorts gebildet habe, haften die anderen Vorstandsmitglieder aber grundsätzlich weiter. Sie können nur darauf verweisen, dass sie belogen worden sind, weil sie ihre Kontrolldichte reduzieren können. Sobald ich Ressorts habe, kann ich mich darauf verlassen, dass jeder sein Ressort eigenverantwortlich leitet, muss aber trotzdem regelmäßig gucken, ob der Kollege auch richtig arbeitet. Also ein bisschen auf die Finger schauen muss ich schon, aber grundsätzlich kann er selbstständig arbeiten. Wenn ich auch dieses auf die Finger schauen unterlasse, dann hafte ich halt. Grundsätzlich haften alle. Bei Ressortbildung kann ich allerdings einzelne sozusagen zur Verantwortung ziehen. Außer die wurden wieder intern nicht richtig überwacht, dann haften wieder die anderen mit, die nicht drauf geschaut haben. Also einfach laissez-faire im Vorstand geht gar nicht. Ja, dann noch die Stellvertretung 82.1, genauso wie beim Prokuristen, genauso wie beim Geschäftsführer der GmbH, genauso wie bei den Gesellschaften der OHG, ist die Vertretungsmacht des Vorstands unbeschränkbar. Ausnahmen wieder Kollusion, das heißt einvernehmliche Zusammenwirkung zum Nachteil des Geschäftspartners, Missbrauch der Vertretungsmacht 177.1, wenn also derjenige das erkennt, aber man nicht zum Nachteil handeln will, sondern einfach nur so hinnimmt, oder bei In-sich-Geschäften, das heißt, wenn auf der anderen Seite auch jemand steht, den der Vorstand vertritt, ist das Ganze unwirksam. Der Vorstand vertritt bemerkenswerter gemeinschaftlich, das bedeutet, es handeln alle Vorstandsmitglieder zusammen. Das ist anders als bei der OHG, wo jeder einzeln vertreten darf. In der AG und GmbH müssen grundsätzlich alle Vorstandsmitglieder zusammen auftreten. Das ist aber dispositiv. Die Satzung kann also vorsehen, dass Einzelvertretung besteht. Wenn sie das nicht tut, müssen alle 7 Vorstandsmitglieder zusammen den Vertrag unterschreiben. Für die Passivvertretung gilt zwingend Einzelvertretung, das ist nicht dispositiv, weil man sagt, es könnte sonst eine Zugangsvereitelung stattfinden, indem einfach ein Vorstandsmitglied irgendwie auf die karibischen Inseln zieht und nicht mehr da ist. Deshalb gilt da Einzelvertretung und sogar weitergehend, wenn gar kein Vorstandsmitglied mehr erreichbar ist, kann man an die Aufsichtsratsmitglieder zustellen. Diejenigen, die GmbH-Recht gemacht haben, wissen 35.1.2 GmbH-Gesetz. In der GmbH geht es dann an die Gesellschafter, hier an die Aufsichtsratsmitglieder. Und schließlich, die Vorstandsmitglieder müssen eingetragen werden, haben wir schon gehabt. Nach 15 HGB gilt dann auch der Rechtsstand des Handelsregisters. Wer drinsteht, ist vertretungsbefugt. Letzter Punkt für heute. Beschränkungen der Vertretungsmacht, grundsätzlich unwirksam, aber ein Vorstand kann keine Geschäfte mit anderen Vorstandsmitgliedern abschließen, sagt 112. Da steht nämlich drin, gegenüber Vorstandsmitgliedern vertritt immer der Aufsichtsrat. Dann, organisatorische Geschäfte sind schwebend unwirksam. Dazu gehören Konzernverträge, Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge nach 293, werden erst wirksam, wenn die Hauptversammlung zustimmt. Die Übertragung des Vermögens im Ganzen nach 179a, ein bisschen wie in der Ehe, da kennen Sie das auch, da muss der Ehegatte zustimmen. Nachgründungsgeschäfte nach 52, haben wir schon darüber gesprochen im Rahmen der Gründung. Und Umwandlungsmaßnahmen im Umwandlungsgesetz, das heißt Verschmelzung, Spaltung, Formwechsel. Und bei Verzicht auf Ersatzansprüche ist ausschließlich die Hauptversammlung zuständig, nach 93.4.3. Für die Kreditgewährung an Angehörige von Vorstandsmitgliedern ist vorher die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich, ebenso für die Kreditgewährung an Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte. Für die Kreditgewährung an Vorstandsmitglieder gilt wieder 112, da stellt das Problem sich nicht. So, damit haben wir alles zu den Kompetenzen des Vorstandes gemacht. Nächste Woche machen wir dann den Aufsichtsrat und die Organhaftung, das heißt die Haftung von Vorstand und Aufsichtsrat, insbesondere 116.93. Bis nächste Woche.